Und weiter geht's. Herzlich willkommen zurück. Ja. Ich bin am Grinsen. Ja, ich habe mich schon sehr gefreut auf jetzt. Ja, die Mikiko hat immer im Hintergrund schon so gesessen. Ah, gleich bin ich dran, Freunde. Meine kleine Hexe, die... Ich sehe sogar heute noch mehr wie eine Hexe. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ich habe so Batwing... Pulli an. Das ist auch so ein Raben-Outfit, das wäre eigentlich genau, auch ganz cool. Genau, komplett so schwarz. Komplett gefiedert. Ja. Herzlich willkommen zurück bei Adobe Live. Heute ist der zweite Tag, wir sind in der zweiten Runde und wir haben die liebe Mikiko wieder hier, die wir jetzt auch schon gestern gesehen haben. Hallo. Eine fantastische Manga-Artistin, Schrägstrich Comic-Zeichnerin, Schrägstrich alles Mögliche, was man eben alles mit einem Cintiq, mit einem Brush und mit Creative Cloud anrichten kann. So wir haben auch aus. Schon, genau, so sieht's aus. Mhm. Ne? Wir haben schon super coole Sachen gestern von dir gesehen und gehört. Ich gucke jetzt auch mal ganz kurz in den Chat, wenn nämlich schon alles dabei ist. Gib mir eine Sekunde. Dann drücke ich nämlich hier mal auf das Knöpfchen. So, schauen wir doch mal. Und da haben wir nämlich die Julia Zieger, die war nämlich auch schon bei uns öfter zu Gast. Schreibt, hey Chan und Mikiko, freue mich schon so auf den Stream. Schön, dass du da bist. Yay, hi. Genau. Patrick wirft schon mit Konfetti. Claudia schreibt, wup wup. Und genau, jetzt kommen schon die ganzen Reihen. Christian, Ulrich, Thorsten, schön, dass ihr da seid. Wie immer gilt, wenn ihr auf YouTube zuschaut, dann kommt doch bitte rüber auf adobelive.com, da könnt ihr nämlich mit uns chatten. Und genau, da habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, dass ihr nämlich nicht jeden Stream einzeln rüberklicken müsst, wenn der eine jetzt fertig ist, dass ihr dann zum nächsten gehen müsst, sondern könnt dann einfach durchstreamen, ohne dass ihr was anderes machen müsst. Mikiko, magst du uns nochmal eine kleine Einleitung geben, wer du bist und was du machst, so in 2 Minuten? Ja. Kein Problem. Also für das hat sich jetzt eingegliedert, ne? Bei für die, die gestern nicht da waren. Ja, also ich heiße Mikiko, ich bin halb Japanerin, halb Deutsche und ich bin Manga-Zeichnerin. Ich habe, glaube ich, jetzt muss ich überlegen, 10 Jahre in Deutschland Manga gezeichnet und jetzt lebe ich in London und ich bin Freiberufler und ich zeichne eigentlich alles querbeet, also Manga, Comics, Graphic Novels. Ich habe vor kurzem sogar auch mich in den Bereich BD eingeschlichen, also französische Comics. Und da ist eine Anthologie rausgekommen übrigens. Und das ist so das neueste Projekt, was noch nicht so ganz, das kennen die meisten noch nicht, aber das ist halt auf jeden Fall in Frankreich und England erschienen. Okay. Und ist über den Ersten Weltkrieg. Also das ist eher so ein, wie sagt man, ein bisschen kulturell wertvolleres Material, okay, als mein übliches Boys Love Zeug zum Beispiel. Ja, und was noch? Also ich habe auch Cover für Games gemacht. Zum Beispiel habe ich für Nintendo 2 verschiedene Cover für die EU-Versionen gemacht. Mhm. Und generell, also ich bin viel im Internet aktiv. Also Instagram, DeviantArt vor allem. Also DeviantArt ist jetzt nicht mehr so aktuell, aber früher war ich halt... Das war so früher die Underground-Szene. Genau, ne? Also DeviantArt war damals ja noch ziemlich groß und so. Ja, was noch? Facebook mache ich jetzt nicht mehr, zu viel Spam. aber auf Instagram bin ich sehr aktiv. Was habe ich vergessen? Was gibt's noch? Ach so, und ich habe früher tatsächlich dann für ProSiebenSat.1 eine japanische Pop-Culture-Show gemacht und das war J-Mac. Da habe ich 2013, glaube ich, 9 Monate lang moderiert und eben den kulturellen Teil über Japan, Sprache und ich weiß nicht, also Gestik oder Manieren in Japan und solche Geschichten habe ich dann halt dort besprochen, live auch. So ähnlich wie hier eigentlich, ne? Ja, ja, ist gut. Nee, das war eine super Beschreibung. Vielen Dank dafür. Vielleicht nochmal für die ganzen Zuschauer zur Info. Normalerweise hat die Mikiko einfach so einen riesen Cintiq, was wir eigentlich auch hier haben, aber wir hatten leider so ein bisschen Schwierigkeiten mit der Verkabelung. Deswegen haben wir jetzt kurzerhand ihr ein iPad hingestellt und nein, es ist nicht das neue Photoshop für iPad, das so hoch angepriesen ist jetzt von der Max. Das kommt erst nächstes Jahr raus. Wir haben hier tatsächlich einfach Photoshop mittels dem Laptop und Astropad hier drauf gemirrored praktisch und sie kann dann hier auf dem iPad praktisch das vollwertige Photoshop vom Laptop aus benutzen. Genau, normalerweise, wie gesagt, so ein riesen Cintiq ist ja das, was du normalerweise benutzt. Genau, ich habe also normalerweise zu Hause das 27er Cintiq und das nimmt auch einen ganzen Schreibtisch ein. Genau. Sehr schön. Ich sehe schon, der Running Gag wird schon vermisst. Marien schreibt schon, hallo Mikiko und Chan, wo ist denn eigentlich Eva?
Ja, also die liebe Eva, noch kam sie nicht, vielleicht kommt sie später noch, man weiß es ja nie. Vielleicht hat der Exorzismus funktioniert. Genau. Endlich. Vielleicht hat der Rufus gestern noch sein Voodoo spielen lassen und gesagt. Das habe ich gemacht. Ja, hast du gemacht? Heiliges ja, Wasser. Der Rufus hat gestern ihr Voodoo gespielt und hat dann die Eva verscheucht aus unserem Stream, bis sie dann irgendwann wieder da ist im Stream. Und so, dann. So richtig passend für Halloween. Genau. Eva hey, Geist. Ja, hoa, Eva, Noah, hey, ja, hoa. Sehr schön. Sehr cool, ne? Christian auch ganz super gefragt, was ist denn eigentlich so das neue DeviantArt? Das neue DeviantArt, ich würde sagen Instagram. Auf Instagram? Jeden Fall. Nicht ja. Behance? Oh, das weiß ich gar nicht. Gut. Behance ist doch eher Design. Nein, das ist, und so, ne? Das hat sich schon so ein bisschen verteilt, würde ich sagen. Also okay. du hast Behance natürlich, wo man die Plattform hat für Künstler, wo Künstler die Möglichkeit haben, sich vorzustellen, ihre Projekte vorzustellen und natürlich auch im Detail zu beschreiben. Ja. Du hast Instagram, wo es halt darum geht, dass du halt schnelllebig eher dann deine Projekte und Bilder in Form von Bildern und Videos einfach vorstellen kannst, aber da geht es natürlich nicht so in die Tiefe, weil du nicht viel Platz hast für Beschreibungen. Ja, das beziehungsweise stimmt. Und verlinken und so, das ist nicht so ideal. Genau, genau. Ich denke, also für mich, Instagram ist eine der Hauptsachen, einfach weil ich auf Social Media viel unterwegs sein muss. Mhm. Und es ist doch einfacher, Bilder zu sehen als zum Beispiel Twitter oder so und Facebook mit all dem Spam und so, das wird halt nervig. Ja. Und ansonsten habe ich eigentlich auch noch ArtStation, was ich gerne nutze für fertige Bilder, also sowas wie hier im Hintergrund. Ja. Das wird dann groß auf ArtStation gepostet, weil das dann so der die Profi-Plattform für mich ist, weil die ganzen Concept-Artists und Game-Artists und so, die sind halt alle da. Viele haben ja gesagt, ich soll mal auf Pixiv gehen, aber ich muss sagen, das Navigieren ist halt doof. Das mag ich gar nicht. Ja, ist ja nicht schlimm. Ist nicht so meins. Ich guck gerade nochmal in den Chat. Thomas ist jetzt auch da. Der Ralf ist auch wieder back. Christian schreibt Sugoi. 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 Ja, ich muss auch ein bisschen mir deine Aussprache angucken. Also, ich kann es dir beibringen. Das ist sehr schön, ja, auf jeden Fall. Carolina schreibt, hey, aus der Schweiz. Und Mariana sagt, wir sitzen bereit, kann losgehen. Dana ist auch da, Jasmin. Also herzlich willkommen, wie gesagt, alle, die jetzt dabei sind, die jetzt auch neu dazukommen. Schön, dass ihr da seid. Wie immer, genau, wir streamen auf adobelive.com, aber auch auf YouTube. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr wollt irgendwie nicht mit unserer Community mitchatten, ist es natürlich schade, aber ihr könnt natürlich auch auf YouTube schauen. Nichtsdestotrotz, auf Adobe Live müsst ihr nämlich den Stream nicht umschalten. Da könnt ihr nämlich einfach nur drauf loschatten und müsst euch keine Gedanken machen, dass ihr alle 2 Stunden das neue Video anmachen müsst. Und weil es gestern so gut geklappt hat, und ich muss echt sagen, ich bin da auch echt wahnsinnig stolz auf unsere Community gewesen. Ich hatte nämlich gestern einfach mal gesagt, hey Leute, wenn euch das Video gefällt, dann gebt uns doch mal ein Like. Und es hat so cool funktioniert. Also ich war echt mega happy. Der Christoph vor allen Dingen, der hat gestrahlt und gesagt, wow, wie cool ist das denn? Und ich würde euch doch bitten, wenn euch das Video, beziehungsweise wenn euch Mikiko gefällt und das, was sie macht, dann gebt doch unter das YouTube-Video gerne ein Like. Und wenn nicht, wenn es euch nicht gefällt, dann schreibt doch in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat, beziehungsweise direkt in den Chat, dann können wir das doch direkt hier mal anbringen. Genau. Und alles andere, was ihr an Wünschen und Kommentaren und Senf überhaupt habt, dann gerne auch bei uns auf Adobe Live in den Chat. Ich lese das nämlich der Mikiko vor, solange es nichts Böses ist. Okay. Und genau. Ich und dann schon, ist okay. Genau, und dann alles gut. Und dann kann die Mikiko natürlich euch eure Fragen beantworten. Genau, ja. Ich schalte jetzt mal kurz auf deinen Screen, weil wir hatten alles ja gestern klar. Was angefangen. Genau. Und dann kannst du vielleicht nochmal kurz dazu erzählen, was so die Steps waren, die du gestern gemacht hast. Und dann können wir auch da direkt weitermachen. Ein Klick und zack. Boom. Okay. Also gestern hab ich mich entschieden, dass wir ja... Mach weiter, ich will nur dein Mikro ein bisschen anstellen. Bald Halloween haben. Oh, ja. Jetzt wird weiter. Okay. Und ich bin ein sehr großer Fan von diesem Gothic Look, wie man wahrscheinlich auch schon so sehen kann. Und dann dachte ich so, ja, ich habe ewig keine Halloween-Geschichte mehr gezeichnet. Also nichts mit Hexen und Kürbissen und so. Und ich dachte so, das liebe ich eigentlich, diese Ästhetik. Und es fehlt mir ein bisschen. Und Inktober und so, das schaffe ich nie mitzumachen. Mhm. Und deswegen dachte ich so, okay, das ist jetzt die perfekte Situation, wo ich etwas in dieser Art zeichnen kann. Also habe ich als erstes gestern ein paar Skizzen gemacht. Ich hatte diese Idee von der Hexe schon da. Also das werde dann ich sein. Mhm. Und hier der hier unten, ach so, sieht man hier mein... Da, das ist der Chan.
Danke. Und, genau. Freue mich auch, dass ich dabei bin. Du musst ja mit dabei sein. Ich dachte so, ja, hat jetzt auf der Max immer so, ich würde mich ja sehr freuen, wenn du mich irgendwann mal zeichnest. So, jetzt mache ich das. Ja, ich meinte das eigentlich nicht unbedingt vor 1000 jetzt, von. Du musst das jetzt annehmen. Ist okay, ich habe eh keine Wahl. Jetzt bin ich ja schon drauf mit meiner Tolle und mit dem Bart. Jetzt ist es passiert und du kannst da nichts zu sagen. So, und dann habe ich... ich zeige auch so, ich muss jetzt erstmal einstellen, wo sind denn meine, hier sind meine Ebenen. Protokoll machen wir doch mal so rum vielleicht. Mach das. Oh, das brauche ich nicht. Okay, dann machen wir mal. Kann ich das unten? Warte mal, wie machen das? Ralf schreibt, die Hexe sieht aus wie Heidi. Heidi. Wie Heidi. Warte mal, wie ist, warum ist denn hier der... Das untere, kann ich das unten drunter irgendwie sehen? Eigentlich, ja, da gibt es ja diese Leiste hier. Und wenn du das an diese Leiste, genau. Oh, nee, das war eins zu viel. Du musst es an die dicke Leiste machen. Die. Mach's nochmal weg. Ja. Genau, und jetzt müsstest du eigentlich, also da wo hier Farbe steht, schau mal hier, ja, hier drunter einfach ziehen. Okay. Nee, da nicht. Also so, jetzt hast also du es so in den großen drin. Eigentlich schon. Genau, ansonsten hättest du es hier in diesen Reitermann machen können. Ach so, nee, nee. Also passt. Ich mag das gerne so an der Seite. Mhm. Ich mag also nicht zu viele Sachen. Und das benutze ich recht regelmäßig, also Ebenen, History, also Protokoll, Farbe. Was habe ich normalerweise noch? Arbeitest du mit Farbe oder Farbfeldern? Also jetzt so wie Farbe. Hier? Farbe. Also wirklich Farbe mit den Verläufen auch dann? Ja. Okay, cool. So arbeite ich. Ich weiß, also ich habe noch nie Farbfelder benutzt. Ich weiß nicht, weil das ist nicht viel. Ist ja nicht schlimm. Also Auswahl, und also ich mache das wirklich so spontan. Also ich habe auch gestern gesagt, mein Vorgang, mein Workflow ist recht simpel. Ich habe so wenig Zeug wie möglich da auch und ich weiß, was ich noch brauche. Eine Sache brauche ich noch, und zwar die, wie heißt das auf Deutsch? Bei mir ist alles auf Englisch, deswegen, ich glaube, Pinseleinstellungen. Yeah, die tue ich dann. Ist das hier? Nein. Hier? Was wolltest du jetzt machen? Fuck. Nein. Ganz ruhig, kein Stress. Also. Zieh es nochmal raus in die Mitte. So, machen wir raus. So, jetzt, ich wollte das jetzt so klein an der Seite, so diese... Genau, oder dann ziehst du mal unter das Schwarz-Weiß-Ding hier. Das müsste eigentlich gehen. Nee, lässt er nicht. Aber dann machst du nochmal in diese... Ja, machst nochmal da rein in diese Leiste. Und dann kannst du nämlich oben auf die Pfeile klicken. Ganz oben rechts. Und jetzt kannst du das nochmal klein ziehen. Nee? Ah, okay, das kann man klein ziehen. Müsstest du eigentlich, genau, jetzt kannst du es nochmal, zack. Das haben das wir gesucht, jawohl. Yes, jetzt hast du es nämlich so, genau. Und dann kannst du nämlich auch deine anderen Einstellungen reinmachen. Einstellungen und dann, ich glaube, was war denn, ich glaube, Pinsel ist auch interessant, oder den hat jemand anders schon benutzt, dann lasse ich das hier drin, dann haben die das auch. Was ist Eigenschaften? Gut, das brauche ich. Ja, wir haben ja nämlich auch noch die Ramona, die später kommt, um 14 Uhr, die benutzt nämlich auch eigentlich einen Cintiq. Und wie gesagt, da wir jetzt gerade das Cintiq im Moment nicht zum Laufen bekommen, teilen sich die beiden hier das iPad, und das ist natürlich immer, jeder hat ja sein eigenes Interface, und dann ist das hier immer ein, genau, einstellen. Jetzt haben wir es, genau. So. Ja, solange es für dich passt. Ich entschuldige mich schon mal, alles Ramona. Gut. Tut mir leid, wenn ich ja alles wieder abgeändert habe. genau, was habe ich jetzt vorhin noch gesagt? Achso, ich wollte zeigen, was ich denn so gezeichnet habe. Also ich habe mit der Grobskizze angefangen. Wir hatten vorher mehrere, und das war jetzt dieses Motiv, das ich mir ausgesucht habe. Ich mache das nochmal kurz ein bisschen dunkler, damit man das so sieht. Das ist so meine erste Skizze. Meistens geht es halt nur um Kompositionen, so grobe Ideen, ein paar Kleinigkeiten, die ich irgendwie mit reinbringen will, dass ich nicht vergesse, was ich alles reinbringen wollte. Dann haben wir die saubere Skizze. Bei mir ist das eine saubere Skizze. Also es variiert natürlich je nach Person. Also ich habe manche Zeichner gesehen, bei denen ist das die grobe Skizze. Und dann ist die saubere Skizze schon fast so wie getuscht und schattiert. Und da denke ich so, oh mein Gott, das ist so viel Arbeit. Ich mache das lieber am Ende, wenn es dann fertig sein soll. Es gibt ja auch ganz viele, also im Moment, es ist ja auch so ein Ding, dass man sagt, ne, wenn man Manga zeichnet, ist gerade in Japan, wird man halt auch schnell krank. Ne, weil er halt so viel Druck auf einem lastet. Ich kenne das von dem Zeichner von Hunter x Hunter, der ja auch echt im Moment gar nicht mehr dazu kommt, irgendwie weiter zu zeichnen. Und man sieht auch die letzten Kapitel, die er gezeichnet hat, sind halt auch manchmal so von diesem Stil, ne, weil er gar nicht weiterkommt, das nochmal irgendwie nachzutuschen. Ja. Und so werden die Kapitel halt dann eben in dieser Rohfassung veröffentlicht, weil es nicht weitergeht. Das ist tatsächlich auch recht, das passiert hin und wieder mal. Also ich habe das auch hin und wieder mit anderen Zeichnern gesehen, und es ist dann wirklich
sehr traurig, weil da so viel Druck ist und die Leute aber dann so jede Woche mehr, mehr, mehr Manga. Ja. Und das ist schon eine harte Industrie. Also ich bin ganz froh, dass ich nicht in Japan arbeite. Denn das glaube ich. Ich kann mir die Zeit nehmen. Das tut mir dann immer so leid für die Fans, die dann jetzt noch warten und so. Wann kommt der nächste Band raus? Und ich muss ja, mal schauen. Mal schauen, ja, der aber nächste. Ich glaube, es ist doch sehr wichtig, dass die Gesundheit des Zeichners also irgendwo Vorrang hat. Ja. Weil ganz oft ist es auch so, dass diese ganzen Zeichner, die machen das dann 10 Jahre oder so und dann haben sie einen total Burnout und dann geht die Serie nicht mehr weiter. Und mir wäre es lieber, wenn man ein bisschen länger wartet und dafür aber dann der Zeichner sein Projekt weiterhin liebt, weil irgendwann kann man es auch nicht mehr sehen. Also ich habe es auch gehabt, als ich 2 Jahre hintereinander an Crash and Burn gearbeitet habe. Ich konnte das nicht mehr sehen. Ich wollte es nicht mehr sehen. Ich habe ein halbes Jahr lang komplett was anderes gemacht, weil ich einfach dieses aus dem Kopf haben wollte. So. Stell dir mal vor, wenn du jetzt so jemand bist wie Akira Toriyama oder Ichiro oder wie One Piece und Dragon Ball. Und One Piece gibt es ja schon seit 10 Jahren oder mehr, ne? Und es läuft hier immer noch. Wenn du 10 Jahre am gleichen Projekt arbeitest, das ist halt natürlich ist extrem. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass der Oda, der liebt aber seinen Job. Und das ist dann halt wieder okay, weil das ist so sein Traumjob. Wenn es ihm darum geht, soll ich in Urlaub fahren oder soll ich Manga zeichnen, will er viel lieber Manga zeichnen. Ja. Dann klappt das halt auch, ich weiß nicht, wie viele Jahre der das jetzt macht. Ne? Ich glaube, 98 kam es raus. Nicht 98, sorry. Nicht ich 98. weiß, ich habe auch den ersten Band gelesen, damals in Japan. Ich muss nochmal gucken, aber ich google das jetzt gleich mal. Aber es ist auf jeden Fall schon sehr, sehr lange, seit es diese Serie gibt. Ja. Und ich gucke jetzt mal nach. Also ich glaube, es sind jetzt schon fast 1000 Chapter. Seit 1997. Seit 1997. Als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, war es noch bei 600 Kapiteln oder so. Das ist aber schon ein bisschen her. Und ich so, ja, oh mein Gott, ist das viel. Ich habe damals die ersten 3 Bücher gelesen und dann so, jetzt sind es halt 400 mehr. So, krass. Ja. Aber es ist halt, wie gesagt, ich finde es halt wirklich eine beachtliche Geschichte, wenn man sagt, ich bin Manga-Artist und gerade wenn du sagst, ich publische auch, was du ja auch früher gemacht hast, ist es halt ein enormer Druck, glaube ich. Ne? Und ja, also die deutsche Szene ist da halt auch anders, weil wir generell alleine arbeiten. Also Assistenten werden uns nicht gestellt und werden manchmal auch nicht bezahlt. Das muss dann der Zeichner aus eigener Tasche zahlen. Krass. Und somit ist das bei uns eher ungewohnt, dass da ein Team hintersteckt. Also bei den Japanern ist dann der Hauptzeichner, der macht dann halt das. Mhm. Und dann manchmal hast du halt Leute, die alles andere ihm abnehmen. Also der macht dann meistens die Haupttusche vom Hauptcharakter dann, so wie hier. Also dass wir sagen, ups, ich mach mal hier so... Das, was du ja gestern angefangen hast mit dem Tuschen. Ne? Also, dass dann die Hauptfigur getuscht wird vom eigentlichen Zeichner. Mhm. Und dann der Rest, also alle Hintergründe, alle Rasterfolien, sogar so Tiere, also zum Beispiel diese Tiere oder Gegenstände werden dann von Assistenten gezeichnet teilweise. Also je nachdem, wie berühmt die Serie ist, wie viel Geld die haben, wie viel Prestige der Zeichner selber hat. Also wenn das jetzt jemand ist wie... Oder der jetzt sagt, okay, ich will ein neues Projekt haben, da kommt der Verlag natürlich und sagt, oh ja, auf jeden Fall, wir geben dir 20 Assistenten, was brauchst du, ne? Also, während jemand wie ich, das wäre dann so, okay, wir können vielleicht 3, können wir dir geben. Aber wie ist es mit der Bezahlung? Wie ist es, bekommst du praktisch eine Pauschale oder ist es eher, dass du sagst, okay, wie bei den normalen Buchverlegen, dass du dann sagst, okay, pro verkauftes Buch bekommst du deinen Anteil? Also, das ist... verschieden, also von Projekt zu Projekt verschieden und von Verlag zu Verlag meistens auch anders, aber das Ideale ist meistens, dass du einen Vorschuss bekommst und dann aber einen prozentualen Anteil pro verkauftes Buch, aber das bekommst du erst, wenn dieser Vorschuss erreicht ist durch diese Prozentzahl, also wenn die dann eine gewisse Menge Bücher verkauft haben und dieser Gewinn dein Anteil in Prozenten dann diesen Vorschuss erreicht hat und ab da bekommst du dann prozentualen Anteil, genau. Verstehe. Und, so funktioniert es normalerweise. Aber ich arbeite momentan nicht so. Okay. Also ich bin momentan nur bei einem Verlag und bei da ist das, das ist ähnlich dort auch. Ja, es fällt mir gerade ein. Ich habe aber halt verschiedene Projekte bei denen. Und das erste Projekt war zum Beispiel... auch das erste Buch bei dem Verlag. Also es war ein ganz junger Verlag und der ist von einem Freund von mir gegründet worden. Und da habe ich gesagt, so, ich will dich natürlich unterstützen. Und dann haben wir den Vorschuss halt sehr gering gehalten
und in erster Linie auf den prozentualen Anteil eben uns konzentriert, weil das ist so viel einfacher für ihn jetzt, ne? Als Start, wer ist das, als neue Firma. Ja, Startup. Startup wollte ich sagen. Ja, ist gut. Genau, und ansonsten momentan mache ich halt extrem viel selber. Also ich drucke selbst auf Englisch in erster Linie. Mhm. Und der Verlag, der halt für die deutschen Versionen zuständig ist, wenn es Manga ist zumindest, ist Pyramont. Und das ist jetzt auch der ist jetzt nicht mehr ein Startup, der ist jetzt ein bisschen größer geworden. Ein wenig größer, genau. Ja, cool. Ja. Das ist, ich finde sowas so total interessant, weil es einfach gerade nochmal zeigt, ne, was ist eigentlich so der Hintergrund. Man macht sich da ja gar nicht so viele Gedanken, wenn man gerade kein Kreativer ist, sondern halt eben Konsument, ne, und sagt, hey geil, ich will jetzt Artwork von dir haben, ich will das machen, kannst du auch bestimmt nochmal schnell nebenbei tun, ne, und es ist halt einfach nicht so. Ne? Also nee. Ich meine, ihr als Kreative im Stream, ihr wisst das ja sicherlich, das ist ja vollkommen egal, ob du jetzt Manga-Artist bist, Illustrator, Video machst oder Foto, das ist alles einfach eine Sache von Zeit. Und wenn man, ich weiß nicht mehr, wer es gestern gesagt hat, aber ich fand diese Aufzählung ganz gut. Wie war das? Gut und billig ist nicht schnell. Gut und schnell ist nicht billig und schnell und billig ist nicht gut. Ne? Sehr gut. Das fand ich echt gut. Wer hat das gesagt? Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber wenn der oder diejenige im Chat ist, bitte nochmal Hände heben. Das ist so was, was man irgendwie so als Art Inspiration mit so Text und so Instagrammig machen kann und dann so. Also es ist auf jeden Fall ein super Leitfaden, ne? Weil es auf jeden Fall richtig ist. Das ist total korrekt. Also ich habe auch öfters Leute gehabt, die haben halt angefragt, was kostet XY so ein Projekt. Mhm. Habe ich denen eine Quote gegeben und die dann so, ich guck mal woanders, ist mir ein bisschen teuer. Ist ja auch okay. Und dann nach ein paar Wochen kamen die dann wieder und sagen so, ich habe halt nichts anderes gefunden und ich glaube, ich mag deine Sachen doch lieber und ich habe mir das jetzt ein bisschen überlegt und jetzt will ich das doch mit dir machen. Und also das passiert halt auch. Und man muss schon überzeugt sein von seinen eigenen Sachen und sich auf keinen Fall, unterverkaufen. Also das ist ganz schwierig. Ja. Das schadet der gesamten Industrie und allen anderen Zeichnern halt auch. Wir haben ja auch immer das hatten wir auch schon mal als Thema in einem der letzten Streams gehabt, wo es dann darum ging zu sagen, Kreative, gerade am Anfang, neigen auch gerne dazu, sich unter Wert zu verkaufen. Ne, weil man muss auch sagen, ne, also die andere Seite ist halt auch so ein bisschen ausbeuterisch und sagt dann auch gerne, aber du bekommst Exposure von uns und alles. Ja, gut, also ich sag mal, wenn man noch komplett unbekannt ist und sagt, ich will das als meine Rampe nutzen, kann man sich drüber streiten, ob man dann kein Geld verlangt oder nicht. Ich selbst würde aber eher sagen, auch da sollte man Geld verlangen. Ne? Es ist trotzdem Arbeit und Zeit, die da rein investiert wird. Ne? Und die Sache ist eher, man muss sich halt einfach gut verkaufen. Ne? Das gehört einfach auch zum Job dazu. Also das ist schwierig, weil viele Zeichner sind halt eher Künstler, ne? Die gerne irgendwie zu Hause sitzen und dieses Business-Zeug nicht machen wollen. Aber dann ist es auch wichtig, einfach jemand anders zu haben. Also wenn man wirklich nicht kann, sollte man sich vielleicht jemanden suchen, der das gut kann, einen Bekannten, einen Kumpel oder so am Anfang, der das übernehmen kann und einfach hart bleiben kann. Ich habe das Glück, dass ich einen gewissen Business-Sense habe und auch mich nicht überzeugen lasse, wenn jemand einfach nur sagt, komm, ist doch super toll. Aber generell kann man auch sagen, zum Beispiel, wenn jemand wirklich mit Exposure, wenn es das wert ist, es für Exposure zu machen, dann müsste es eigentlich jemand sein, der sich das leisten kann. Also meistens sind das dann große Firmen oder große bekannte Leute, die haben das Geld, dann müssen sie dich auch bezahlen. Also das ist das Mindeste und eigentlich sollte man es deswegen auch nie für Exposure machen. Also wenn zum Beispiel irgendwer, also zum Beispiel ich möchte unbedingt irgendwann mal für Blizzard was machen. Wenn jetzt Blizzard zu mir käme und sagt, hey, willst du für uns was zeichnen? Da habe ich öfters gesagt, oh mein Gott, wenn die das machen würden, würde ich vielleicht sogar gratis machen, einfach weil ich so liebe. Aber nein, das darf ich halt auch nicht machen, denn Blizzard hat Kohle. Die können sich auf jeden Fall leisten. Klar. Und egal, wie sehr ich jetzt Blizzard auf meinem CV haben möchte, die sollten schon was dafür zahlen. Egal. Das mit Blizzard, ich meine, der Geist der Eva schwebt ja hier rum. Wie gesagt, sie macht hier was für Blizzard. Ja. Können wir ja mal schauen, ob wir euch beide nicht zusammenbringen. Ne? Das wäre auch eine coole Sache. Eva, komm zurück! Eva, schnell! Ja, vielleicht war das auch wirklich so dieses... Deswegen kam vielleicht auch immer die Title Card, ne, um zu sagen, hey, Eva! Ja, das wär's.
Also, auf jeden Fall, genau. Ach, ich sollte vielleicht auch erklären, was ich jetzt mache. Also, genau, vielleicht magst du auch nochmal, was ich nämlich ganz interessant fand. Du hast ja jetzt praktisch drei verschiedene Steps gehabt. Diese ganz Rohfassung, dann deine fertige Rohfassung und jetzt geht es ja ans Tuschen. Ne? Genau. Und wie ist der Unterschied jetzt hier von deinen Brushes, würde mich mal interessieren. Also du nennst es ja jetzt Tuschen, also müsste ja eigentlich ein Unterschied zu dem sein, wie du es vorher gemacht hast. Nein. Ich habe ja gesagt, wie simpel das bei mir ist. Ja, nee, das ist ja gar nicht schlimm. Aber ich brauche halt nur eine Hard Brush, so wie die hier. Ich sehe gerade, dass das Tapering nicht ganz so ist, wie ich es haben möchte. Das muss ich ja jetzt irgendwie anpassen. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, wie. Das müsste ich mir jetzt anschauen. Typ. Mindestdurchmesser. Das sieht eigentlich okay aus. Also ich habe zu Hause auch wieder, wie gesagt, so ein paar meiner eigenen Brushes. Das geht okay. Und dann, also ich mag halt diese Hard Brushes ganz gerne. Mhm. Warum auch immer, ich weiß nicht. Also ich ziehe die einfach vor. Also viele Leute benutzen halt diese weicheren Sachen, um irgendwie vorzuskizzieren oder so, aber ich mag einfach dieses Hard Edge. Vielleicht liegt es daran, dass, wie ich traditionell gearbeitet habe, war immer mit so einem Druckbleistift. Das heißt, ich hatte auch nicht wirklich diese Veränderung in der Bleistiftform. Also wenn es dann mal weicher wird oder fester oder dünner oder sowas. Es war halt recht konstant so. Und ich mag es halt sehr klar haben und deutlich irgendwie. Und im Grunde habe ich tatsächlich mit dem gleichen Brush auch skizziert. Mhm. Und dadurch, dass ich halt die Deckkraft einfach ändere, ist das ja auch egal, wie deutlich oder sauber das ist oder was. Das ist dann halt jedem selbst überlassen. Aber fürs Tuschen benutze ich halt, wie gesagt, genau das, weil es muss halt schwarz sein. Ach, ich sehe gerade, das ist das. Fluss muss auf. Oder? Ist das, was ich gesucht habe? Kann sein. Also so richtig Tusche nachahmen ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich müsste jetzt wirklich dann eine Zeit lang durch die ganzen Brushes durchgehen und schauen, welches mir jetzt am besten gefällt. Mhm. Zu Hause habe ich natürlich so meine Favoriten, deswegen. Aber generell ist das schon so ein ähnlicher Brush, deswegen habe ich jetzt, wollte ich mir das jetzt, dachte ich so, ist okay, das reicht jetzt für diese Session. Ja, ich habe gestern ja auch schon erwähnt, ich habe einige Brushes auch in meinen Favoriten auf DeviantArt selbst. Da könnt ihr auch mal reinschauen. Also mein DeviantArt ist zombiesmile.deviantart.com und in meinen Favoriten ist ein Resources-Folder. Und da habe ich alle die Brushes, die ich gerne benutze, einige Texturen, die ich gerne benutze, die halt auch gratis sind und dann halt auch ein paar Tutorials, die ich für wichtig halte und so weiter. Also das könnte vielleicht ganz nützlich sein. Wobei nicht alles für Manga ist. Also ich gucke gerne querbeet und ich finde es auch wichtig. Also viele Manga-Zeichner bleiben halt in dem Manga-Bereich und experimentieren nicht so viel außerhalb. Und ich bin jemand, der sich sehr langweilt und sehr schnell langweilt. Und deswegen muss ich halt viel experimentieren, um Neues zu lernen und so. Ja. Was ja nicht schlecht ist. Ja, ich glaube, es ist doch sehr wichtig, relevant zu bleiben, weil irgendwann, es kann ja auch sein, dass Manga irgendwann nicht mehr interessant ist. Und wenn man dann nicht flexibel ist, als Freiberufler hat man dann ein Problem. Ja, auf jeden Fall, das ist verständlich. Ja. So. Scheinen leider wieder ein bisschen Probleme mit dem Streaming zu haben. Nicht verzagen, das sollte gleich wieder besser werden. Okay. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Es ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man hier auch hunderte von Leuten im Büro hat, die gleichzeitig natürlich hier auch das Internet benutzen. hilft es auch nicht, dass man dann irgendwie dann eine eigen zugesicherte Leitung hat, weil das ist gar nicht schwarz, das alles so ein bisschen schwierig ist. Aber es sollte auf jeden Fall gleich wieder besser gehen, hoffe ich. Das sind immer so kleine Stoßzeiten. So jetzt. Ja, aber genau. Einfach nochmal neu laden oder mal kurz warten. Es sollte auf jeden Fall funktionieren gleich. Ich glaube, hier muss. Genau, also auf jeden Fall. Eva, für diejenigen, die es nicht wissen, die Eva war nämlich auch eine unserer Adobe Live-Gäste. Die hatten wir vor ein paar Monaten mal da. Ich glaube, es war im April, ich weiß nicht mehr genau. Und sie ist, sie macht die Artworks für Hearthstone, also unter anderem dann eben Hearthstone und noch ein paar andere Geschichten. Auch für Star Wars hat sie auch schon einige Sachen gemacht. Und zwar eben dann für Blizzard und dann jetzt mittlerweile ja Disney. Ah. Ja, Star Wars ist ja, jetzt gehört ja zum Disney-Franchise. Also ist ja eigentlich Prinzessin Leia und Cousin ist Disney-Prinzessin. Wenn man das jetzt so sich überlegt. Ja. Genau.
Das ist so eine der tricky Sachen hier. Genau. Kreise zu zeichnen, das ist so ätzend. Genau. So, geschafft. Aber genau, du bist jetzt hier am Tuschen, wie gesagt. Du hast jetzt auch so ein bisschen nochmal erklärt. Das finde ich immer ganz interessant, weil du gehst jetzt praktisch von mehreren gescribbelten Linien praktisch immer auf einer runter. Ne? Also, aber du sagst ja auch gerne, du hast ja auch letztes Mal selbst gesagt, es geht jetzt auch nicht nur darum, dass man sagt, es muss eine ganz gerade, feine Linie sein, sondern du schmückst das Ganze trotzdem noch so ein bisschen aus, so edgy, also die Edges praktisch. Und es muss auch nicht alles 100% rein sein, sondern es geht eher darum, dass es halt natürlich minimalistischer wird und reiner, aber halt eben nicht zu clean und geleckt. Genau. Das ist ja dein Stil. Also ich habe halt über die Jahre hinweg immer diese Probleme gehabt, wie von der Skizze zur Tusche verliert man irgendwie was. Ja. Und von Idee zu Skizze, von Skizze zu Tusche, von Tusche zu Farbe. Irgendwo geht immer was verloren. Und das war oft, dass Dinge zu sauber ausgesehen haben. Also diese, wenn man halt Traditionelles vergleicht mit Digitalem, das sind ganz viele Fehler halt im Traditionellen, aber es kommt einem nicht so vor. Ja. Und diese kleinen Fehler und Unreinheiten sind das, was das halt irgendwie lebendig aussehen lässt. Und ich finde, das ist halt total schwierig, im Nachhinein in ein digitales Bild hineinzutun, weil das dann wieder fake aussieht. Also wenn du halt was fertig hast und es sieht halt zu sauber aus, da dann Texture drauf oder so, sieht halt auch irgendwie... Weiß schon, was du meinst. Es kann okay sein, Fall, wenn du das gut machen kannst, so, ne? Aber es ist ja halt auch nervig, dass du das dann wieder anpassen musst. Und irgendwer, ich weiß jetzt nicht mehr, wer mir das halt als Tipp auch gegeben hat, aber irgendwer hat mir mal gesagt, so ja, statt zu tuschen, zeichne halt, wie du am liebsten zeichnest. Und was in welcher Schritt ist dir am natürlichsten? Das ist für mich halt das Skizzieren. Und ich habe halt auch beobachtet, wie halt Manga-Zeichner tuschen. Die haben halt sehr, sehr feine Tuschestifte, aber die machen ganz oft halt diesen, wo sie dann mehrfach nacheinander das machen und dann halt zum Beispiel die Linienstärke dann auch anpassen und abändern, je nachdem, wo sie gerade sind. Und das ist halt alles mit mehreren Strichen. Und das sieht einfach doch am Ende schöner aus. Und dann habe ich mir das angewöhnt. Und wenn du auch groß arbeitest, weil ich ja auch oft mit 600 dpi oder so arbeite, dann sieht man das am Ende auch gar nicht so. Also wenn man das sich jetzt in diesem... Ups, stell dich mal gerade hier. Wenn man sich das dann so irgendwie online anschauen würde, das sieht halt sauber aus, eigentlich. Ne? Also ja, da geht keiner hin und sagt... Nee, ganz und gar nicht. Und es wirkt halt dadurch, dass du halt an bestimmten Stellen ein bisschen dicker, ein bisschen unebener bist. Es wirkt halt natürlicher. Und selbst wenn du hier schaust, das ist ja eigentlich hier... ein bisschen dreckig oder hier wabbelig und so. Aber das ist egal, das ist so. Nee, es ist ja auch vollkommen, das ist ja dein Stil. Das ist halt schlecht auch. Das ist dein, ja. Also, finde ich. Nein, ich finde es super. Also das ist dein Stil, das macht halt auch deinen Stil aus und gerade eben dieses Unebene, dieses, dass du eben nicht clean und perfekt arbeitest, das ist ja, woran man dann dich im Endeffekt auch erkennt, unter anderem. Ja, ne? Ja. Also ganz viele Stile sind halt auch so, dass das wirklich dazu beiträgt, dass das schön aussieht. Also selbst auch so vor allem diese Concept Artists und diese ganzen, also so Blizzard und Hearthstone Zeichner, man muss mal so ein Bild nehmen, das die gemacht haben. Das sieht man vor allem, warst du schon mal auf der Gamescom? Ja, im August. Ja, und wenn du dann in diesen Blizzard-Saal kommst und die haben diese massiven Banner überall, du musst mal einfach auf die Linien schauen. Die sind dann halt, statt halt so klein, ist dann eine Linie so dick. Und dann siehst du wirklich, wie die Person gezeichnet hat und wie nicht perfekt alles ist. Und es sieht halt perfekt aus, weil es halt als Gesamtbild toll aussieht. Genau. Und das ist halt wieder so eine Sache. Es muss halt nicht 100% eben sein. So. Ich finde ja auch immer die Concept Arts von Final Fantasy so super toll, weil die eben auch genau in diesem Stil sind. Ne? Es ist halt auch so eine Mischung aus getuscht, will ich jetzt mal sagen, und aber auch so ein bisschen schraffiert, karikatiert und eben auch nicht ganz perfekt. Und das macht das Ganze eben auch noch zu dem eigenen Stil, den man auch wirklich unverkennbar dann immer wieder sieht. Ja, also das ist halt auch wichtig, weil ganz viele, vor allem jüngere Zeichner, die sind dann total frustriert, weil nicht alles perfekt aussieht, wenn sie das ausprobieren. Ja. Und das Schlimme ist halt, diese Idee, dass alles perfekt sein muss, das wird halt heute vor allem im Internet viel verbreitet. So, und ich bin nicht gut genug und
alle anderen zeichnen so viel besser als ich. Und dann, ja, es bringt gar nichts, das selber irgendwie auch zu probieren. Einfach probieren, weitermachen und dann halt auch auf diesen Streams sein und Fragen stellen. Weil da kann man dann halt die Antwort kriegen, so, ja, mach dir mal keinen Kopf und so. Und also auch ganz wichtig ist, dass man sich nicht vergleicht, und weil jeder anders arbeitet. Ne? Also ich sag das dann hier so mit diesen Dingen und jemand anders könnte sagen, so, ja, aber bei mir klappt das halt viel besser, wenn ich das mit einer Linie mache. Dann mach das weiter so, weil das klappt für dich und es sieht gut aus für dich. Und, ja, ne? Das ist wichtig. Das ist super. Lass uns jetzt mal ganz kurz gucken. In den Chat, nämlich da gab es noch irgendwie ein paar Fragen. Ja. Und zwar, das fand ich ganz interessant, der Dominik hatte nämlich gefragt, hat jemand von euch Tipps, wie man das Darstellen bzw. Zeichnen von Elementen am effizientesten sich selbst beibringen kann. Ne? Also soll man da viel üben oder was würdest du empfehlen? Also es gab jetzt ein paar, die gesagt haben, Workshops besuchen, Kurse machen und üben. Ja, also ich habe tatsächlich alles mir selbst beigebracht. Also ich habe noch nie einen Zeichenkurs besucht. Ich war auf dem Gymnasium und danach bin ich direkt ins Publishing gegangen und ins Comic-Zeichnen. Also ich habe halt nicht studiert, was viele denken. Ich werde halt oft auch gefragt, so, wo soll ich studieren? Ich sag so, weiß ich nicht, ich habe noch nichts studiert. ich habe die gesamte Zeit dafür verwendet, zu zeichnen. Ich habe einfach viel, viel, viel gezeichnet. Und es reicht aber nicht, viel zu zeichnen, weil wenn du einfach viel falsch zeichnest, lernst du nur auf die Sachen. Ich habe also extrem viel im Internet recherchiert. Ich habe, wie gesagt, viel auf DeviantArt Zeit verbracht. Auf DeviantArt gibt es eine ganze Kategorie, die heißt Resources und Resources und sonst was. Also Resources und Stock und Resources, glaube ich. Also da kriegst du halt Stock, Fotografie, Texturen, Brushes, gratis und so weiter. Und natürlich Tutorials, Anweisungen, Anleitungen und so weiter. Und da habe ich also ewig drin verbracht. Ich habe auch alles, was ich dort nicht gefunden habe, dann gegoogelt. Dann gab es damals noch, wie hießen die? Da gab es dieses Forum. Das gibt es inzwischen nicht mehr. Oh Gott, wie hießen das? Ich weiß es nicht mehr. Es war so eine Concept Art Schule in Kalifornien. Mhm. Die hatten früher so ein Forum und da haben halt die Leute auch extrem viel Kritik gegeben. Und ich habe noch nicht mal meine Bilder da gepostet, aber ich habe einfach die Bilder angesehen und dann die Kritik dieser Bilder gelesen. Das dann verglichen und versucht dann zu übernehmen. Genau, und dann so, okay, jetzt sehe ich das auch. Weil für mich waren viele dieser Bilder einfach, sahen klasse aus. Und dann waren die Leute in den Comments so, ja, dieser Teil ist scheiße, dieser Teil kannst du besser machen. Und das dann so, okay. Also vieles ist halt auch offen sein für Kritik, was ganz schwierig ist, weil wir oft das als Angriff auf uns als Person sehen. Also wir müssen unbedingt die Kunst irgendwie auch einen gewissen Schritt von uns irgendwie entfernen, also dass wir das so splitten können, sagen, wenn jemand sagt, ja, das Bild ist nicht so gut, heißt das nicht, du bist ein schlechter Mensch, sondern das Bild ist vielleicht nicht ganz so gut, wie es hätte sein können. Und das heißt, du hast Raum zum Lernen. Ja. Das ist gut. Ne? Auf jeden Fall. Und ja, also das habe ich halt viel gemacht. Inzwischen, YouTube ist super. Du kannst halt Leuten zuschauen, wie sie zeichnen. Also es gibt nicht nur Streams, also Twitch macht auch Creative Streams. Ja. Aber auch einfach so Speed-Paintings, die du zuschauen kannst. Und dann siehst du, wie die Leute das zeichnen, wie sie Entscheidungen treffen, während sie zeichnen, welche Sachen, die sie dann wieder wegmachen und neu machen zum Beispiel, finde ich immer sehr interessant. Ja. Weil manchmal zeichnet jemand auch irgendwas Tolles und du siehst dir das an und denkst so, wow, ist das cool.
dann nehmen die den Radiergummi, machen so alles wieder weg und machen es rein. Und du so, oh Gott. Aber für deren Standard war das nicht gut genug. Und dann wird halt neu gezeichnet. Dann überlegst du, okay, warum fand er das jetzt doof? Mhm. Da kannst du alles analysieren und lernen. Also, wie gesagt, ich habe es halt tatsächlich auch ohne Geld zu bezahlen, alles online gelernt. Vielleicht nicht unbedingt der beste Weg für alle. Also manche Leute brauchen wirklich eher jemanden, der einem das beibringt und so. Es ist halt wieder, jedermann ist wieder ein bisschen anders. Aber theoretisch ist es halt schon möglich, halt das komplett online und gratis irgendwie sich beizubringen. Es ist aber viel Arbeit, also das muss auch gesagt werden. Und nicht jeder schafft das auch, also ist auch okay. Man muss ja nicht, wir sind ja nicht alle gleich. So. Nein, aber es ist super interessant. Also ich glaube, es gibt auch viele, die einfach sagen, ich übe, bis ich selbst kann. Mhm. Aber gerade sich wow, du machst echt mal eine tolle... aber du gerade, hast halt so schöne Haare. Alles gut. Aber gerade sich eben dann auch die, in Anführungszeichen, Blöße zu geben und sich andere anzuschauen und auch wenn man später auch sagt, hey, ich bin eigentlich ganz gut, aber ich will besser werden, was ja dann auch einige nicht machen, ist zu sagen, okay, ich gucke mir trotzdem nochmal andere an, übernehme dann auch Sachen von denen, ganz offen, dann kommt man auch nicht wirklich weiter, wenn man das nicht macht. Ja, also man muss sich dann wirklich Erfahrung von anderen nehmen, beziehungsweise man kommt schon weiter, aber wahrscheinlich wesentlich langsamer, als wenn man sich einfach Erfahrung von anderen noch mit einverleibt. Ja. Und dafür sind wir ja auch zum Beispiel dazu, gerade deswegen sind wir auch hier, dass man sagt, hey, man kann voneinander, miteinander lernen und wir sind ja hier alle eine große Community. Ja. Ne? Dafür also, ist es da. Die Sache ist halt die, wir sind auch Gewohnheitstiere. Das heißt, wenn wir gewohnt sind, Augen, Ohren oder so auf eine gewisse Art zu zeichnen und wir fahren uns fest, dann wird das immer schwieriger, je länger du das so machst, das wieder besser zu machen. Ich habe ganz lange Zeit auch irgendwie Ohren falsch gezeichnet. Und dann irgendwann habe ich gedacht so, du zeichnest die einfach so, weil du eigentlich nicht weißt, wie sie sind und es sieht so einigermaßen okay aus. Mhm. Okay, jetzt setze dich mal hin und suchst ein Foto von einem Ohr und zeichnest das mal ab. Und dann ich so, oh Gott, du hast jetzt 10 Jahre lang so komische Ohren gezeichnet. Und dann so beim Abzeichnen habe ich gedacht, oh Gott, das ist alles ganz falsch anders gewesen. Und so. Krass. Und es ist ein ganz kleines Detail. Also auch beim Manga, so, das siehst, guckt keiner auf die Ohren. Aber genau deswegen habe ich das so erlaubt irgendwie, weil keiner das gemerkt hat. Und dann bin ich aber auf einem gewissen Grad dann doch Perfektionist in dem Sinne, dass ich sage, okay, ich bin halt nicht perfekt und ich muss das jetzt so irgendwann. So im Hinterkopf war immer so, warum machst du denn jetzt wieder die Ohren so? Ne? So guck so später nach. Und, und dann irgendwann so, nein, Mikiko, du machst das jetzt. Und dann googeln. Oder Pinterest ist sehr gut für Referenzen auch so zum Üben. Und dann einfach mal eine Stunde lang nur Ohren zeichnen oder so. Können wir ja später auch nochmal machen. Also mich würde auch mal wahnsinnig interessieren, wie du tatsächlich ein Gesicht aufbaust. Ja, okay. Vielleicht interessiert euch das ja auch. Oder wollt ihr irgendwas Bestimmtes sehen, wie man was zeichnet in Mikikos Stil oder wie Mikiko dann eben rangehen würde, weil das sind ja auch immer so ganz interessante Sachen. Da hat ja auch jeder seine eigene Herangehensweise. Ne? Mhm. Gibt so diesen, ich kenne mal dieses Klassische aus dem Kunstunterricht, dass man sich dann den Kreis zeichnet, dann die Proportionen mit diesen Hilfslinien und dann darauf basierend dann Augen, Ohren und Nase und sowas einträgt, aber das brauchst du ja natürlich nicht mehr. Also die Basis ist immer gut. Das ist tatsächlich so, dass viele Sachen muss man doch beibehalten, einfach wieder dieses Gewohnheitsding, weil du sonst irgendwie immer fauler wirst, was dann doch irgendwie falsch machst. Also ich muss das dann doch immer wieder mal machen und auffrischen, dass ich das halt dran denke, dass die Proportion halt nochmal überprüfe und so. Es passiert mir schon manchmal, dass dann, also jeder kennt das dann, horizontales Flippen des Bildes und dann so, alles falsch. Also eigentlich müsste ich das hier jetzt auch machen. Das müssen wir jetzt machen. Also, mach das mal. Ich muss jetzt erstmal die Ansicht nochmal, ist das das? Ist das? Was wolltest du machen? Wieder so drehen? Korrekt. Das rastet dann ja auch irgendwann ein. Ich bin mir nicht sicher, ob es im Astropad einfacher gibt, aber du müsstest eigentlich auch die Möglichkeit haben. Was ist denn das hier? Ach, guck mal. Vertikal. Achso, ist das eine Achse? Noch nicht benutzt.
Ach nee, das ist zum Zeichnen, glaube ich, von. Das kann gut sein. Also ich kenne es nur, wenn du halt auf Okay. Na, wenn du auf ja, auf der Tastatur gerade auf V drückst und dann Aber ich Command und kenne jetzt T nur das. und dann kannst du es drehen. Aber das ist ja, genau, das ist Das wollte ja. ich jetzt eigentlich auch zum Zeigen. Also zum Achso, Beispiel du sieht wolltest man es jetzt jetzt, anordnen. Okay. dass ihre Augen ein bisschen zu weit links sind. Na, also das müsste ich jetzt eigentlich anpassen. Aber das machst Siehst du du das? dann, Siehst du ja, das? aber machst du Na? das tatsächlich öfter, zu sagen, diesen Horiz dieser Flip? Ja, mache ich. Also ich habe es jetzt in dieser Session nicht so gemacht, weil ich einfach viel quatsche und vieles vergesse, muss ich gestehen, weil das ist ungewohnt. Aber zum Beispiel, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich das in diesem Zustand dann jetzt auch wieder abändern kann. Aber dann nehme ich mal einfach dieses Stück hier. Lass uns doch mal einfach. Oh. Ach ja, falsche Ebene schon. Ein bisschen nach rechts. Gucken wir mal, ob wir das. Also ich habe auch gestern, glaube ich, gesagt, ich mache halt auch vieles nicht mit Radieren. Also das werde ich jetzt, das, was komisch aussieht, einfach drüber zeichnen und so. Hallo? Hallo? Ja, okay. Das mache ich dann auch wieder so ein bisschen. Aber die Nase muss auch noch mal ein bisschen weg hier. Das ist krass. Das wäre mir jetzt so gar nicht aufgefallen. Das ist auch eher minimal jetzt, nicht so extrem wie sonst. So, lass mal schauen, ob das jetzt geklappt hat. Wo haben wir denn angefangen? Ich glaube, hier. Jetzt kommen jetzt auch schon im Genau. Chat die ersten Anfragen. Gesicht Boop. wollen einige, Hände wären auch ganz toll. Gian Domenico fragt auch, welcher Bereich oder welche Körper da sind eigentlich so für dich am schwersten? Ich glaube, Rückenmuskulatur und Füße. Also, du machst ja auch viele, du zeichnest, hast ja auch viele Männer gezeichnet, ne? Ja. Und also Das ist dir schwer gefallen. Rücken ist so schwierig, aber auch bei Frauen, weil das ist so eine große Fläche. Da musst du wirklich dich hinsetzen und die Anatomie lernen. Und dann ist die Frage, wie muskulös ist die Person. Und manche Muskeln siehst du dann bei Leuten, die nicht, wie heißt das, also die Durchtrainiert nicht sind. durchtrainiert sind. Manche siehst du halt mal und mal nicht. Jemanden muskulös zu zeichnen ist viel einfacher als jemand, der nicht muskulös ist für mich. Weil jemand, der einfach so ein Mucki-Typ ist, also der zeichnet einfach alles ein. Das ist recht einfach. Und Aber dann wenn Sachen das dann jemand ist, wegzulassen. der, ja, so ein bisschen Leicht definiert. fit ist, ne? Ja, so ein bisschen definiert ist, dann musst du wirklich überlegen, so, okay, welchen Muskel zeichnest du jetzt ein? Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Sieht der zu dünn aus? Also das finde ich furchtbar schwierig. Und vor allem, weil es halt recht flach ist, das dann in Perspektive zeichnen, ist dann so, oh, schrecklich. Und Füße, weil ich wieder, das Füße ist wieder so wie die Ohren, wo ich habe halt so feste Winkel, die ich gut zeichnen kann, wo ich weiß, das sieht so aus. Und alles andere muss ich nachschauen. Also das ist dann so, okay, wie finde ich jetzt einen Fuß, der genau in dem Winkel ist, den ich jetzt brauche? Dann muss ich anfangen, meine eigenen Füße zu fotografieren und so und so. Ist Und wie ja auch geil. fotografierst du deine Füße korrekt? Und dann, oh. Ja, aber das ist interessant. Das ist Ja. interessant. Ne? Also dann und du guckst du dir nur an oder scannst du die auch mal ein und zeichnest sie mal so ab? Oder Ja, ich habe es meistens dann mit dem Handy, mache ich ganz schnelle hässliche Fotos und dann habe ich es halt auf dem Ding, sondern zeichne ich das so ab, weil das am schnellsten geht. Also es muss halt nicht hübsch aussehen, es muss halt nur korrekt aussehen. Also das Foto. Die Ach, Zeichnung lustig. soll schon schön Ja. aussehen. So. Übrigens, ich habe hier eine zweite Ebene, weil ich habe vorhin den Hut halt übers Haar gezeichnet und das mache ich dann auf einer anderen Ebene und dann füge ich die tatsächlich auch ständig wieder zusammen. Jetzt muss ich überlegen, welches ist denn mit unten? Es ist halt. Ja, ich mach's mal mit Rechtsklick auf die Ebene, aber. Ist das I, ne? Ja, so. Und speichern, nicht Und vergessen. speichern, genau. Immer schön Genau, speichern. und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel den Besen zeichnen möchte, das möchte ich halt durch ihre Hand durch und dann hinten so aus dem Rock heraus auch machen. Das mache ich auch auf einer anderen Ebene, damit ich da halt drüber zeichnen kann, dass eine konstante Linie hier ist. Ups, oh, falscher. Schön. Ich bin noch auf dem. Ups. Wir können auf jeden Fall, wenn wir das Oh. Hexenbild fertig haben, haben wir bestimmt noch ein paar Minuten, um auch mal Hände und Ja, auf jeden Gesichter zu Fall. zeigen. Das finde ich auch sehr spannend. Also gerade zu sagen, hey,
Wie geht man das eigentlich so als Manga-Artist an, beziehungsweise Comic-Artist im Vergleich zu zum Beispiel jemandem, der ganz traditionell Illustration macht? Gibt es ja auch Unterschiede wahrscheinlich. Auch von den Proportionen. Ich meine, gerade beim Manga hast du ja auch eher große Augen zum Beispiel, kleine Nase. Jedenfalls in den meisten Fällen. Wir haben es ja auch gestern gesehen bei dir. Du hast ja auch dann auch mal gezeigt, wie es aussehen kann, wenn man halt wirklich so sehr prägnante Gesichtsmerkmale hat. Ja, okay, können wir auf jeden Fall machen. Ich glaube, ich habe auch schon viel zu viel gequarkt. Ich dachte so, ich bin viel weiter mit der Zeichnung, Aber aber. es ist super interessant. Und vielleicht auch nochmal zur Aufklärung, weil jetzt auch, genau, weil wir gestern nämlich auch den Fall hatten, im Endeffekt ist das hier ja auch dafür da, dass man die Person hinter den ganzen Artworks kennenlernt. Dafür sind unsere Community-Leute, also dafür sind unsere Gäste hier da und die Community. Es ist natürlich nicht für jeden super interessant. Man kann es auch nicht jedem recht machen, das ist mir schon klar. Aber nichtsdestotrotz ist es ja auch wichtig, die Person dahinter kennenzulernen und zu sagen, hey, es geht nicht nur darum, was das Endprodukt ist, sondern halt, wie kommt man zu dem Endprodukt? Was für einen Weg ist diese Person gegangen? Und ich finde es auch ganz interessant, dass du zum Beispiel offen und ehrlich sagst, hey, ich bin halt aufs Gymnasium gegangen, habe meinen Abschluss gemacht und dann bin ich halt Ja. meinen Zeichenweg weitergegangen. Es gibt Leute, die gehen studieren, es gibt Leute, die machen das. Und ich finde gerade diese vielen Facetten zeigen ja vor allen Dingen, dass es eigentlich nicht den einen Weg gibt. Ja. Deswegen finde ich es auch sehr, sehr wichtig, das beizubehalten und zu sagen, hey, jeder soll die Möglichkeit haben, die Person hinter diesen Artworks kennenzulernen. Und ob der Weg einfach war oder schwer oder was für Hürden man eben nehmen muss, weil da kann man sich ja auch so ein bisschen selbst widerspiegeln und sehen, hey, hatte ich das ähnlich? War das bei mir anders? Und vor allen Dingen auch dann in der Community, in dem Chat ich sag mal, mitzuchatten und zu sagen, hey, bei mir war das so und so, finde ich auch super interessant, weil es gibt so viele verschiedene Wege, genauso viele Wege, wie es eben auch bei Photoshop oder bei anderen Programmen Lösungsansätze gibt. Jeder hat seinen eigenen Stil, jeder ist ein eigener Mensch, ein Individuum und von daher sollte man das auch auf jeden Fall respektieren und sich anhören. Das ist die Story, die sie erzählt, ne? Und die Story spiegelt sich auch in den Artworks wieder. Genauso bei Melanie, genauso bei Ramona, bei Christoph, bei allen Gästen, die wir bei Adobe Live hatten und natürlich bei euch auch. Und ich bin mir sicher, weil das finde ich nämlich ganz cool, wir haben ja schon einige Gäste aus der Community hier gehabt bisher, ne? Also die wirklich bei uns immer fleißig mitchatten und dann aber auch dann hier vor Ort zu sehen sind, weil wir deren Sachen voll toll finden. Und das ist wichtig, das gehört dazu. Oder wie seht ihr das? Also es gibt natürlich, wie gesagt, es gibt gerade im Bereich Fotografie hat man natürlich auch so die Sachen, dass man sagt, hey, wir hatten halt vorher diesen Photoshop-Direkt-Channel mit dem Sven Dölle, das ist auch schon ein bisschen her. Da ging es eher um Demos und um zu zeigen, was es für tolle Features gibt, was auch eine coole Sache ist. Aber Adobe Live ist ein ganz anderes Format. Hier geht es wirklich um die Community, hier geht es darum, dass man eben von Künstler zu Künstler, von Creator zu Creator in einem persönlichen Gespräch, einen Dialog einfach zeigen und machen kann. Und das würden wir auch gerne so beibehalten. Ja, ich finde es auch sehr interessant, muss ich sagen. Auch die Fragen, die kommen, das ist ganz anders, als wenn ich meinen eigenen privaten Stream mit Fans habe. Also, weil das ist halt eher weniger auf Technik und so. Also allgemein ist meistens mehr so, ich weiß nicht, so Casual Chat, ne? So, ja, was habt ihr den neuen Spider-Man-Film gesehen oder sowas in der Art. Was ja auch nett ist, Auf aber jeden Fall, mir das macht es gehört halt auch dazu. Spaß, auch das zu teilen irgendwie, weil ich halt enorm viele Anfragen zu so Karrieresachen auch bekomme. Und das ist dann immer so schwierig, jedem die Fragen zu beantworten. Und es macht am meisten Spaß, wenn es so schnell geht und man nicht ständig auf Social Media dann so schreiben muss und wo hat noch mal Ja, jemand was ich gefragt meine, und so und wir ja. haben dich ja auch nur 6 Stunden hier. Das heißt, wir müssen ja auch so ein bisschen versuchen, möglichst viel von dem, was du als Mensch bist, sowohl in deinem Karrieresinne als auch in deinem persönlichen menschlichen Sinne, dass wir dann eben möglichst viel zeigen können. Ne? Weil das ist eben nicht nur eine Ebene, sondern auch wie bei Photoshop, Achtung, schlechter Witz. Ne? Ja, es sind mehrere Ebenen. Ne? Und Sehr viele die können Ebenen. sich alle auch mal verändern, spielen halt auch miteinander. Das ist ein, nee, nicht, die spielen nicht miteinander, sondern das ist ein Zusammenspiel. Ja, so sieht's aus. Ich finde, es Genau. ist halt auch oft ja so Karrieresachen. Ganz viele Leute verfolgen eben nicht eine gerade Karriere. Also auch nicht nur in der Kunst, sondern auch andere Sachen, dass dann irgendwer was anderes studiert hat und dann aber komplett woanders landet im Job. Das ist halt normal irgendwie. Und vor allem Leute, die halt anfangen,
Mhm. Haben da schon eine gewisse Panik, so, oh, ich muss jetzt Kunst studieren oder so. Und manchmal muss man es halt nicht. Also das Schöne an der Kunst ist, dass wenn du gut bist, dass es egal ist, was für einen Hintergrund du gehabt hast. Also das Portfolio ist halt wichtig. Ne? Und also ich habe zum Beispiel auch noch nie jemanden gehabt, der nachgefragt hat, also für einen Job nachgefragt hat, ob ich studiert habe oder wo ich studiert habe. Das hat noch nie jemanden interessiert. Also das ist egal. Man schaut sich die Bilder an. Ist das fürs Projekt geeignet? Ja, nein, das reicht, ne? Mhm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jasmin schreibt auch so schön, Big Adobe Family, so sehe ich das. Ja, perfekt. Ja. Perfekt in einem Satz beschrieben. Ne? Also das ist, genauso sehen wir das ja auch. Wir sagen auch bei Adobe intern tatsächlich immer One Tribe. Ja. Ne? Und da beziehen wir auch wirklich die Community mit ein, weil ihr seid die Leute, die diese Tools nutzen. Ne? Und ihr seid auch diejenigen, ich kann es auch nur immer wieder betonen, wenn euch Sachen fehlen bei Programmen. Gibt es bei uns extra Seiten, wo man das anbringen kann, zum Beispiel. Ne? Dann kann man sagen, hey, das ist mein Feedback. Und die Top 60% der Sachen, die da wirklich angebracht werden, die werden aktiv versucht, so schnell wie möglich eingebaut zu werden. Weil es soll ja auch darum gehen, dass eben gerade die Nutzer schneller vorankommen. Es geht natürlich nicht immer alles, das ist ganz klar. Wir haben auch nicht 1 Million Developer leider, mit denen man das ganz schnell ausziehen kann. Das ist leider immer so. Und was ich ganz interessant finde, gerade zum Thema Mobile und Apps, das ist im Moment echt schwierig und das ist tatsächlich ein weltweites Phänomen. Es ist schwierig, App-Entwickler für Android zu finden. Ach, wirklich? Es ist super schwer, ja, weil du mit Android hast du halt so viele verschiedene Formate. Jetzt mal allein von der Auflösung, ne? von der Auflösung, von der Hardware-Kompatibilität, vom Screen, das sind so viele Komponenten, Aspekte im Vergleich zu iOS, wo du halt natürlich deine 5, 6 iPhones hast mit verschiedenen Auflösungen, aber das halt für diese limitierte Anzahl bauen kannst, ist halt bei Android super schwer. Ne? Das ist, also, was heißt schwer, aber es ist super aufwendig. Und da ist im Moment der Markt echt, das ist eine hohe Nachfrage. Hm. Ne? Also wenn ihr jetzt sagt, ich bin jetzt gerade dabei, mir zu überlegen, was ich mache, überlegt es euch. Ne? Android, App-Entwickler, Android-Developer, ist gerade gefragt, wie noch nie. Jo. Ja. Okay. So, und ihr seht schon, ich füge halt immer die Ebenen zusammen. Das habe ich gestern auch schon angesprochen. Ich zeichne halt immer so Teile ein und wenn es mir gefällt, dann füge ich die zusammen. Und das ist jetzt alles Tusche, deswegen ist das recht einfach. Man muss halt keine mehreren Tusche-Ebenen haben, weil da muss man auch nicht so viel ändern. Mhm. Nachher bei Farbe ist das dann wieder ein bisschen anders. Also ich mache das dann weiter mit Farbe und Leute finden, manche Leute können damit überhaupt nicht zurechtkommen, weil die so, oh mein Gott, sie hat alles zusammengefügt. Ah, das könnte ich nie machen. Aber so ähnlich arbeite ich halt auch in Farbe. Ja. Also das werdet ihr dann morgen sehen wahrscheinlich, weil ich so... Ich bin sehr gespannt. Wie viel Zeit ich habe. Wir kriegen das alles hin, Was ich sehr interessant finde, ist jetzt zum Beispiel, wie du jetzt diese Tolle da gemacht hast, dass du nämlich vorne den Bereich weiß gelassen hast. Ja, da kommt halt Farbe nachher. Ja, aber das ist super cool. Was für eine Farbe machst du da rein? Ich mache dann dunkles, Graphit. So grau. Ja, genau, so richtig. Also es darf halt nicht ganz schwarz sein. Sonst das ist dann so die beleuchtete schwarze Ebene. Genau, ja? Da kommt dann nachher noch ein Glow drauf. Mhm. Ja, so schön shiny hair. Also das wird dann alles noch, das wirst du noch sehen, hoffe ich, also wenn ich schnell genug bin. Ja, wie gesagt, also ansonsten, was ja auch viele machen, ist zu sagen, hey Leute, ich habe das jetzt schon mal ein bisschen vorbereitet und schon mal ein paar Steps gemacht, die ja sonst ein bisschen länger dauern. Also wir kriegen das auf jeden Fall hin, ich glaube, das kriegt jeder noch zu sehen. Ja, glaube ich auch. Also ich quatsch halt nur zu viel, ich bin nicht so gut im Multitasken. Es gibt jetzt Smileys im Chat. Nice. Ja. Gab es das vorher nicht? Nein. Bitte? Ich weiß es nicht, aber jetzt fangen die ersten an mit Smileys. Ich habe davor noch keine Smileys gesehen, zumindest. Da hat wohl einer auf Mobile jetzt mal angefangen und jetzt geht's los hier. Ihr wirklich, es wird jetzt gerade voll ausgebeutet. Smiley after Smiley. Gibt's auch Katzen-Smileys? Ja, ich glaube, du kannst ja ganz mal die Emoji-Tastatur benutzen. Ja. Also alle Emojis, die es so gibt. Ja, genau, ihr müsst jetzt Katzen posten. Katzen-Smileys posten. Genau. Oder Hunde. Hunde sind auch toll. Genau, die Emojis. Oh Gott, ich kann diese Kreise nicht zeichnen. Okay, das machen wir jetzt anders. Ich zeichne jetzt die Candies halb über den Rand. Da trägt man dann so muss man so Tricks anwenden. Kommen dann die Bonbons. Die da oben drauf sitzen.
Gian Domenico hat gefragt, ob du, ja, ist eigentlich ein bisschen schwer zu sagen, ob du einen eigenen Stil hast, aber ich glaube, er meint es im Sinne von, weil er geschrieben hat, hab ja gesehen, dass du unterschiedliche Stile zeichnest. Mhm. Ich habe schon einen eigenen Stil. Also selbst wenn ich viele Techniken benutze, ich glaube, dass das trotzdem erkennbar ist, dass ich das bin immer. Mhm. Mir wurde schon mal gesagt, dass mit den anderen Stilen, oh, ist zu Manga oder so, auch wenn es halt eigentlich so mein westlicher Stil war. Es war dann so, oh, ist zu Manga oder was? Und also viele Leute erkennen den auch. Also viele, vor allem Fans, die meine Sachen oft anschauen, sagen so, ah, ich wusste sofort, dass es deins ist. Ja, dieser Zauberer zum Beispiel, ne? Der ist ja auch sehr. Aber den hast du ja im westlichen Stil gezeichnet eigentlich. Ja. Ich muss sagen, wer auch immer das gesagt hat, er hat schon recht. Ich kann es nicht genau beschreiben, woran es liegt, aber man merkt schon, da ist so ein Manga-Hintergrund da gewesen. Ja, ja. Also ich habe halt vor allem, was ich mag, ist expressive Charaktere. Und ich finde halt ganz oft in den westlichen Sachen ist das eher weniger, weil also, ach ja, es ist schwer zu sagen. Also zum Beispiel US-Comics ist halt nicht wirklich aufs Gesicht fokussiert, weil es ganz oft auch sehr detailliert ist und die Ausdrücke nicht so. Dadurch, dass sie realistischer sind, hast du weniger Spielraum mit der Mimik. Und wenn du dir zum Beispiel das genaue Gegenteil anschaust, zum Beispiel Cartoons, Asterix oder so, ist halt extrem, was da passiert. Ja. Und der Manga ist eigentlich so ein bisschen dazwischen und ich mag halt dieses Expressive enorm. Also das ist einer der einzigen Gründe, warum ich überhaupt in den Manga reingekommen bin, ist, weil ich hatte den Eindruck, dass so, was du innerlich fühlst, kannst du im Bild sehen irgendwie und dann ist das so. Die ursprünglichen Emojis. Ja, quasi. So eine Resonanz hast du da so, ja. Oh mein Gott, so wie ich mich fühle, kommt das rüber irgendwie. Und ja, und ich glaube halt, dass das etwas ist, was doch mehr Richtung Manga geht, als zum Beispiel so Superhelden, wenn du dir halt Superman anschaust. Das stimmt schon. Die haben halt ihre ihr festes Gesicht und es wendet sich halt nur auf, wenn dann auf sehr reduzierte, natürliche Weise. Und bei, da haben wir schon ein erstes Katzen-Smiley. Yay! genau, aber du hast schon recht, bei Manga ist es tatsächlich so, das fand ich immer als Kind ganz cool, wenn sie sich aufgeregt haben und die Augen dann so richtig kantig wurden und aus dem Gesicht raus und dann hast du so eine riesen Klappe gehabt mit gezackten Zähnen, weil sie dann rumgeschrien haben. Du wusstest halt direkt, auch wenn du keinen Ton hinten dran hast, du wusstest, wie du das vorlesen musstest. Ja, ja. Ne? Ja, genau. Und das ist halt, das finde ich sehr interessant zu sagen, okay, indem du halt eben die Gesichter veränderst und auch den Stil, wie der Text angeordnet ist. Oder auch eben, ob es jetzt kursiv ist, ob es jetzt bold geschrieben ist. Das ändert so viel an der Stimmung. Ja, ja. Und es geht natürlich wesentlich einfacher. Aber jetzt bei diesem Professor, den du da gezeichnet hattest, ich glaube, der Hauptpunkt, warum es mich an Manga erinnert hat, ist halt so dieses typische, die Gläser sind ganz weiß. Ja. Das hast du ja auch im Manga ganz oft, ne? Wenn die Coolen dann mit der Brille kommen und dann halt hier mit dem Ringfinger so steht, die Brille so, genau, so dieses ja, genau. Ganz coole hier. Also es hatte auch einen Grund, weil der, der Spieler, es ist ja D&D und es ist unser Wizard. Genau, hast du ja gestern erzählt. Und das Witzige ist, unsere Gruppe sind fast alles Zeichner. Das heißt, wir sind so eine Zeichnergruppe, die halt D&D spielt. Und er zeichnet seine eigene Figur halt auch. Und er macht aber eher Richtung Cartoon Comics. So. Mhm. Und er zeichnet seine Figur halt, der zeichnet nie die Augen ein. Also der macht das auch mit den leuchtenden Gläsern. Und ich weiß theoretisch auch gar nicht, was für Augen der hat. Also das war dann so, okay, ich habe keine Ahnung, wie der da drunter aussieht. Wie soll ich ihn realistisch zeichnen? Okay, du musst halt die Brillengläser dann halt aufleuchten lassen. So. Und das war so deswegen auch. Ja, man muss halt schauen und gucken, wie sich das so umsetzen lässt auch. Ja, auf jeden Fall. Und so, und ihr habt gesehen, ich hatte echt Probleme, diesen blöden Kürbis zu zeichnen. Jetzt habe ich rumgetrickst, das Ding einfach mit Bonbons vollgestopft. Jetzt muss ich die Hintergrundlinie nicht zeichnen. So macht hast man das. Gemacht. Genau. Und jetzt kommt der Kürbis. Genau, also viele Sachen sind auch, wenn man irgendwie schnell arbeiten möchte, sind halt irgendwo schon Shortcuts oder Tricks, dass man das halt so ein bisschen, dass es nicht perfekt ist, ähnlich wie beim Tuschen, also dass es halt nicht perfekt ist, aber es hat den Eindruck, dass es perfekt ist. Und vor allem, wenn man unter einer Deadline, ne, wenn da eine Deadline ist, muss man dann halt eher schnell sein als präzise. Der Kürbis.
Wenn du den Kürbis fertig hast, dann lass uns doch mal ganz kurz gucken, wie das jetzt aussieht im Vergleich. Okay. Dass man nochmal so einen Überblick bekommt. Mit der getuschten. Ich finde es immer so wahnsinnig spannend, weil jedes Mal, wenn ich hier mit euch bei Adobe Live sitze, dann sehe ich mir solche Sachen an. Ich bin immer kurz davor, dann auch wieder das zu machen. Und ich denke, es macht so Spaß, euch zuzusehen. Ich hab da voll Bock drauf und dann kommt der Alltag wieder. Oh. Ja. Und das Blöde ist halt, ich habe zwar auch ein iPad, aber ich habe noch das alte 2017er, wo man den Pencil noch nicht benutzen kann. Oh nein. Also beim Pro ging das ja damals, aber dem kleineren, normalen geht das jetzt erst mit der neuesten Version. Und ist natürlich schade. Ja, klar. Natürlich sehr schade, weil der Stift ist schon gut. Also du hast ja normalerweise deinen Wacom-Stift. Wie bist du zufrieden mit dem Pencil? Ja, auf jeden Fall. Also der fühlt sich halt, der Wacom-Stift ist halt recht fett. So, und dieser fühlt sich einfach wie ein echter Stift irgendwie an. Es fehlt noch meine Folie, also die ich dann jetzt bestellt habe und die noch nicht angekommen ist. Aber diese Folie, die das halt so mehr wie Papier anfühlen lässt, ist dann halt so das letzte kleine Extra, was es dann halt wirklich perfekt macht, glaube ich. Und ich habe das auch schon mal probiert und das fühlt sich wirklich an, wie als wenn man auf Papier halt zeichnet. Und ja, also ich kann mich nicht beklagen. Schön. Ja, ich habe von vielen Leuten das Feedback bekommen, dass der Stift halt wahnsinnig gut ist. Ja. Und gerade wenn es darum geht, um die Feinheit, ne, oder auch die Abschrägung, ist ja wirklich sehr präzise. Also so weit sind wir jetzt. Sehr, sehr gut. Machst du mal ganz kurz zurück? Mhm. Nur, dass du mal sehen kannst. Das heißt, im Endeffekt fehlt jetzt nur noch der Pferdeschwanz und die ganzen Hintergründe. Ja, also Hintergründe, die Bonbons, die in der Luft sind. Mhm. Und hier ist noch ein bisschen Details im Kleid, also das fehlt noch so die ein bisschen. Die Rüschen und so. Ja, genau. Sehr cool. Und dann sind wir schon beim nächsten Tusche. Step. Cool. Also dann fange ich an mit Kolorieren. Base Colors, genau. Das machen wir heute hoffentlich noch. Jetzt, aber wir müssen auch noch Hände und Gesichter zeigen. Genau, also ich füge jetzt die hier zusammen und dann mache ich mal eine neue Ebene. Ja, ach, hat er nicht gemacht. Genau. Christine hat geschrieben, was ist das für eine Folie fürs iPad? Da hatten wir gestern schon drüber gesprochen, dass diese Grainy-Folie, richtig? Die heißt Paper-like. Paper-like. Glaube ich. Genau, da fühlt es sich so an, als ob es Papier war. Es fühlt sich an, als würdest du auf Papier zeichnen, aber es ist gleichzeitig eine Schutzfolie. Irgendwer meinte aber, dass da die Farbwerte dann nicht mehr ganz so aussehen. Das will ich auch nochmal testen. Das weiß ich nicht. Genau, das kam nämlich gestern auch als Einwand. Genau. Das stimmt schon. Lass mich mal ganz kurz die ausmachen und dann machen wir mal. Was war das? Hände? Genau, Hände und Gesichter. Sei denn, ihr wollt noch was anderes sehen, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare und dann nehmen wir das natürlich mit auf. Ja. Aber du kannst ja gerne mal anfangen. Also ich muss jetzt überlegen, wie ich das mache. Gesichter fange ich tatsächlich einfach nur so ein Ei an und dann mache ich wirklich dieses Kreuz auch immer rein. Je nachdem, wo diese Person hinschaut. Ich habe eine schlechte Angewohnheit. Ich zeichne sehr viele Figuren, die nach links schauen. Das ist etwas, woran ich momentan sehr viel arbeite. Ich versuche es halt umzudrehen. Aber es ist eine Gewohnheit. Ich glaube, weil ich rechtshändig bin, dass es diese Form ist einfacher zu zeichnen als diese Form. Und schlechte Angewohnheiten. Es hat sich schon ein bisschen aber zu sehr eingebürgert bei mir. Aber das ist halt dein Stil gewesen, ne? Du hast halt gerne von der Seite gezeichnet. Und jetzt versuchst du halt dem entgegenzuwirken. Es war Gewohnheit. Ich habe Profile immer sehr gerne nach links gezeichnet, weil das sehr... Also das kann ich halt auswendig, mehr oder weniger, also wie du siehst, das ist halt kein Problem. Aber kommt das irgendwie von dir selbst, dass du sagst, hey, links ist halt meine Schokoladenseite, ich mach das schon immer gerne. Viele Rechtshänder zeichnen lieber nach links, viele Linkshänder lieber nach links. Krass. Ja. Also es ist einfach, weil diese Kurve einfacher zu zeichnen ist, als so, wie du siehst. Wie lange hast du gebraucht, um solche Kurven zu zeichnen? Weil ich weiß zum Beispiel, wenn ich das jetzt zeichnen würde, das würde bei mir schrecklich aussehen. Ich weiß es nicht. Also diese Profile habe ich mit so als Teenager unheimlich viel gezeichnet. So zwischen 12 und 15. Da habe ich fast nur Gesichter gezeichnet, weil das so der Kopf, ich wollte halt Köpfe zeichnen. Mhm. Und dann war das auch oft so, dass ich dann, sobald ich mehr zeichnen wollte, der Rest dann furchtbar aussah. Das war dann so ein schöner Kopf, ja, also schön detailliert und tolle Augen, schöne Haare, das konnte ich dann alles. Super. Und dann so, der Körper war dann so... Hallo. Da habe ich so viel Energie. Aber sogar dann sieht es besser aus als bei mir, ja? Obwohl du das jetzt gewollt schlecht gemacht hast. Sieht es besser aus als bei mir. Dann so,
all die Energie und Zeit habe ich in die Köpfe gesteckt, dass die Köpfe halt so schön auseinanderrissen. Ja, also das war dann halt damals so ganz schlecht. Moment, ich mach das mal weg hier. Genau, ich zeichne einfach mal die Köpfe ein bisschen weiter. So, das ist die Basis. Ich zeichne als erstes das. Mhm. Also wenn ich jetzt nur einen Kopf zeichne. Wenn ich einen Körper mit Körper zeichne, zeichne ich die ganze Figur als ganz grobe Skizze zuerst. Also irgendeine Pose brauche ich jetzt. Irgendwer sitzt. Oh, sitzen. Dann mache ich wirklich so ganz grobe... Ja, auf dem Stuhl zum Beispiel, genau. Das ist auch ganz interessant. Ganz grobe Form. Und dann, je nachdem, wie die Person sitzen soll, mache ich dann halt solche Strichmännchen auch oft. Mhm. Und dann erst fange ich an den Rest. Also hier ist dann Brustkorb, ist dann so. Da muss ich auch wissen, wo die Gelenke sind. Und dann ist die Frage, wo guckt der hin? Oder die ist dann eher nach rechts da. Jetzt. Ha. Genau, müssen wir ja üben. Genau. So, und dann, das ist dann die Basis. Und darauf baue ich dann auf. Genau wie vorher, wie mit der Katzenzeichnung, Hexenzeichnung, nehme ich dann das, mache es größer und fange dann an, ein bisschen genauer zu zeichnen, ein bisschen die Proportionen anzupassen, dann Beine verlängern, verkürzen oder ich muss dann nachschauen, wie zum Beispiel ein Stuhl in diesem Winkel aussieht, weil das hier ist halt nicht korrekt. Das weiß ich jetzt schon. Also so sieht kein Stuhl aus, wenn du vorne... Das müsste eigentlich eher so sein. Und das sind dann schon zu viele Linien. Dann mache ich dann kopieren oder größer machen und dann neue Ebene drüber zeichnen. So. Und nice. Genau, also für Gesichter dann, ich mache halt oft dieses und dann Ohren als erstes wahrscheinlich, weil die Platzierung wichtig ist. Ich weiß das gar nicht, weil ich zeichne einfach. Ich überlege nicht, was ich mache. Und dann meistens Augenbrauen zuerst und daran kommt die Nase. Und dann du machst es ja auch dann auf verschiedenen Ebenen, ne? Also, du hast jetzt dann also das mache ich tatsächlich auch so manchmal, damit ich die Platzierung weiß. Und dann erst nachher, also die schönere Skizze zum Beispiel, würde ich dann auf einer neuen Ebene machen. Also ich mache wirklich so, meine Grobzeichnungen sind teilweise echt total hässlich und schludrig und furchtbar. Wie gesagt, also, es sieht alles noch 100-mal besser aus, als wenn ich das jetzt malen würde. Aber ich bin jetzt auch kein Vergleich. Ich habe jetzt irgendwie mit einem Mann angefangen, das ist doch eine Frau geworden, jetzt muss ich die Schultern schlanker machen. Kannst du nicht ganz entscheiden? Ja, genau. Also das passiert halt auch manchmal, so, weiß nicht, worauf ich gerade Lust habe oder so. So, das ist jetzt die Basis, dann würde ich halt hergehen und sagen, okay, neue Ebene, jetzt zeichnen wir das ein bisschen sauberer, jetzt brauchen wir diese Krakelstriche nicht mehr dazwischen haben. Okay, ich mag das. Ihre das Haare ist natürlich einer der riesen Vorteile, wenn du halt wirklich auf dem iPad oder digital zeichnest, dass du halt schön erstmal die grobe Skizze machen kannst, dann schön die Deckkraft runter und dann direkt eine Ebene drüber. Was dir jetzt beim, ich sag mal, beim normalen Papier, beim herkömmlichen, ja entweder halt durch sanfte Linien und Ausradieren machen müsstest oder halt, wenn du irgendwas drüber liest, so Pauspapier. Genau, ja. Es ist halt... Also ich habe immer gewusst, dass digital einfach die Zukunft ist und weil ich habe halt auch oft kein Geld gehabt früher und es kostet halt viel Geld, Papier und Stifte und klar. Viele Sachen trocknen zum Beispiel auch aus, also zum Beispiel Copic-Stifte sind extrem teuer, aber die trocknen auch aus und dann hast du da so einen 5 Euro Copic-Stift gekauft oder 10 oder 20 und dann so, oh. Geht nicht mehr. Ja. Ach, super, jetzt musst du die Nachfüller kaufen, die dann irgendwie 10 Euro kosten. Ach, super. Dann ärgert man sich halt dumm und dämlich. Verständlich. Und bei digital kann dir das nicht passieren. Volker hat gefragt, ob du auch die Funktionen der Stifte, wie zum Beispiel variable Strichstärke oder halt Andruck und Schräglage benutzt. Also Schräglage und so benutze ich eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, also für mich ist digital doch digital. Wenn ich halt traditionell zeichne, klar, dann nehme ich auch mal den Stift und mache halt so Schattierungen seitwärts oder so. Aber irgendwie habe ich das noch nicht so drin digital. Also das... Ich finde, das ist für mich doch ein anderes Tier und dann... ich fühle mich auch nicht, als würde ich traditionell zeichnen, wenn ich das mache. Ich übertrage zwar ein paar Sachen vom traditionellen Zeichnen, aber manche Dinge haben irgendwie...
ist nicht so mein Fall irgendwie. Was war das andere? Also Schräglage? Schräglage, Strichstärke. Strichstärke. Also doch, also Strichstärke ändere ich auch. Ich habe es jetzt wieder aus Faulheit nicht gemacht. Generell zeichne ich zum Beispiel das, die Gesichter innen, also Augen, Nase, Mund und Haare meistens feiner als den Rest. Mhm. Und manchmal bei Illustrationen kommt dann außen nochmal dickerer Rand drum, je nachdem, wie viel im Hintergrund passiert. Manchmal auch nur ein weißer Rand, um den so ein bisschen, also weißer oder hellerer Rand, um die Figur aus herausstehen zu lassen. Mhm. Aber beim Manga muss man auch viel mit Strichstärke arbeiten. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht. Aus praktischen und Zeitgründen. Aber das stimmt schon. Ich weiß jetzt nicht, ob wir irgendwo in meinen Bildern das auch sehen können, aber ich glaube eher nicht. Aber wie gesagt, also hier so Augen. Ich kann das ja bei dieser Figur dann machen. Oh, ich mache das jetzt einfach direkt ein bisschen sauberer. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Machen wir das hier. Obwohl, jetzt habe ich mit dem Dicken angefangen. Ich mache mal den dünneren Stift. Genau. Kritzeln mal alles weg. Schauen wir mal, welche Stärke. Nehmen wir mal 8. Manchmal ist auch minimal und dann sieht man aber schon einen Unterschied. Also vor allem, es kommt schon auf den Stil an. Mhm. Ich habe gesehen, zum Beispiel das Shoujo-Manga. Ich weiß nicht, ob du schon mal so einen gesehen oder gelesen hast. Die haben mal ganz so feine Wimpern und 1000 Glitzer in den Augen. Und das ist meistens mit ganz dünnen gezeichnet auch. Also ich gucke auch, wann es am meisten passt. Ja. Also gelesen jetzt in dem Sinne bis zum Ende nicht, aber mal reingeguckt. Ja, also ich bin auch nicht so ein Shoujo-Fan. Ich mag lieber Shonen und ja, Action und Adventure. Shonen ist immer gut. Also. Welche Stile gibt's denn? Also Shonen ist ja eher so, wie du gerade gesagt hast, Action. Es ist Männer, ja, so ein bisschen könnte man sagen. Ja, es ist weniger Stil und es ist mehr Genre. Mhm. Also es ist halt ein Genre. Ich lese am meisten Seinen, das ist halt für Erwachsene. Mhm. Und das heißt jetzt nicht, dass es halt alles perverses Zeug ist, sondern halt nur für ein erwachsenes Publikum. Also da hast du dann Business-Manga oder Golf-Manga. Also für mich ist das dann meistens einfach ein bisschen anspruchsvoller. Also manche Shonen ist mir dann ein bisschen zu kindisch, weil Shonen wortwörtlich tatsächlich also Teens bis 20 ist. Also für das Alter bis 20. Mhm. Und das ist dann manchmal ein bisschen zu kitschig, kindisch für mich. Also ich bin jetzt schon Mitte 30 und das ist ja, dann ja, so... Ja, ich weiß schon, was du meinst. Naja, ist ganz nett. Ich liebe zum Beispiel One Punch Man und so. Oh, das ist mega Saitama. Cool. Genau. Aber halt, manches ist dann nicht mehr so mein Fall irgendwie. Und aber das ist jetzt mal eine Ausnahme, glaube ich, mit Saitama, weil Saitama ist so... Der nimmt alles auf... Bitte? Ja, genau. Ist eine Parodie auf den eigentlichen Manga, die es so vorher gab. Ne? Also gerade so hier, ich erinnere mich immer ganz gerne dran, Akira Toyama, der Erfinder von Dragon Ball und Dr. Slump, hat auch mal so ein Manga rausgebracht, wie man halt Manga zeichnet. Ne? Ja, also Manga zeichnet für Dummies. Und da erzählt er halt so ganz schön, ja, also jede Story braucht halt natürlich einen Protagonisten und der Protagonist darf natürlich nicht unbesiegbar sein, sonst wird's langweilig. Ne? Und bei One Punch Man ist halt tatsächlich so, er ist ja unbesiegbar. Genau. Ne? Er ist wirklich unbesiegbar und das spielt komplett mit diesem ganzen Klischee, wie man eigentlich eine Story bei Manga aufbaut. Und zieht es halt ins Lächerliche, aber so richtig gut ins Lächerliche. Ja. Weil seine Schwäche ist tatsächlich, dass es keiner sieht, dass er der Unbesiegbare ist und dass immer andere sein Lob kassieren quasi. Genau. Ja. Also es ist schon eine tolle Story, also. Ja. Ja. Ja, genau. Du hast ja jetzt auch gesagt, das finde ich nämlich auch ganz interessant, muss man vielleicht nochmal sagen. Manga ist eine wunderbare Möglichkeit, ist auch sehr langweilige Themen sehr anschaulich zu erklären, wie du es gerade gemeint hast, Business-Manga. Ne? Also anstatt sich so ein Sachbuch zum Beispiel durchzulesen, könnte man auch einfach, es gibt nämlich sehr viele Manga zu verschiedenen Themen, also es gibt ja auch zum Beispiel Prince of Tennis, es gibt, ich glaube, wie hieß das, Kohinata, irgendwas, also zum Karate gibt es auch noch was, es gibt... Oh ja, auf jeden Fall, oder Boxing, oder... Es gibt zu jedem Thema, gerade bei Sport... Also es gibt auch
Sachen, die halt für Kinder, also zum Mathe lernen sind oder so. Also es ist halt alles. So dieses Gamification könnte man sagen, spielerisch beibringen und halt anschaulich erklären, wie was funktioniert. Weil da sind ja immer die ganz coolen Charaktere drin, die dann sagen, ha, ich kann es dir besser erklären. Und dann kommt da so eine riesen Textblase mit, was genau im Hintergrund eigentlich funktioniert. Ne? Ja. Während man daneben dann noch den Statisten hat, der sagt, ha, ist ja lächerlich, was er da macht. Ne? Und dann hat man immer diesen Geek oder Nerd, der dann genau weiß, warum diese Person da jetzt so agiert. Und einer meiner Lieblingsmanga war tatsächlich, und gleich musst du mir sagen, welche du gerne magst, wurde nämlich auch eben gefragt. Ja, ja. Ich mochte als Jugendlicher ganz gerne Yakitate Japan. Echt? Kennst du das? Ja. Da geht's um Food. Ja. Ja. Ich fand das super witzig, weil ich nämlich sehr gerne gebacken habe gestern. Gestern, damals. Als Kind, damals, ja. Und da ging's wirklich um Essen. Da ging's einfach darum, dass da irgendwie 3, 4 Teenies waren, die halt in so einer Bäckerei angefangen haben und dann halt sozusagen die besten Bäcker in Japan werden wollten. Und man muss immer ich muss der Beste sein. Genau, ich muss der Allerbeste sein. Ne? Man kennt es ja von Pokémon. Genau, ups. Ach, und das war super interessant, weil in Japan ist halt Brot gar nicht so groß wie jetzt in Europa. Inzwischen schon. Ja, inzwischen schon, aber damals. Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was heißt das? Du fährst ja nach Japan demnächst. Ja, genau. Nein, alles gut. Ich sag nichts, du musst alles sehen, gut. An jeder Ecke gibt es eine Bäckerei. Also, es gibt es wirklich ganz viele europäische Bäckereien. Ja, aber es ist japanisches Brot. Wo ist also der Unterschied? Das ist so, du wirst es sehen. Aber, okay, verrass dich. Es ist halt anders. Ja. Die haben wirklich kein Brot gehabt, das ist schon richtig. Ja. Und die fanden halt Weißbrot faszinierend, weil es so fluffig und weich ist. Und die lieben halt dieses süße, weiße Brot. Und damit haben sie dann irgendwie so bei den Franzosen, bei den Deutschen Verschiedenes abgeguckt und dann aber halt so ihre eigene Version, ihre japanische Version davon gemacht. Und es ist teilweise einfach so lecker. Das glaube ich. Da wirst du ganz viel zunehmen, wenn du jeden Tag irgendwie beim Bäcker dann was holst. Das glaube ich. Ja, ja. Genau, was ist so dein Lieblingsmanga? Und da musst du gleich mal ein bisschen erzählen zu dem, was du jetzt gerade machst, damit unsere lieben Zuschauer das mitbekommen. Okay, also mein Lieblingsmanga ist tatsächlich so ganz anders als das, was man bei mir so sieht. Ich zeichne ja so niedliche Sachen und eher, nette Sachen meistens zumindest. Mein Friede, Lieblingsmanga ist Berserk. Von Kentaro Miura. Boah, der Klassiker. Das ist so. Ne? Der Klassiker. Ey, als du gestern dieses Gesicht gezeichnet hast, von dem eher diesem Comic-Stil, das hat mich auch so ein bisschen an Berserk erinnert, weil es halt auch in den alten Stilen auch oft so ein bisschen noch diese Angleichung gab. Ne? Ja, ja. Weil Berserk ist so ein bisschen europäischer gezeichnet. Ein bisschen. Genau, aber es ist halt wieder so, es ist sehr interessant, weil auch im Manga-Bereich sind viele Manga-Zeichner von westlichen Comics inspiriert und die fügen das zum Beispiel auch sehr ein. Man merkt es zum Beispiel bei Kenshin damals hat auch, der hat immer US-Comics gelesen, das siehst du auch. Kenshin war so toll. Ja. Aber ich finde es gut, dass du die alten alle kennst, weil... Ja, ich bin halt alt. Nein, das hat nichts mit alt zu tun, ich meine, das sind halt einfach Klassiker, so Kenshin... oder X1999. Ja, die habe ich auch gelesen. Neon Genesis Evangelion, das sind alles so Klassiker, die muss man mal gelesen haben, weil das sind halt wirklich die Schätze Golden und Trophäen. Age. Ne? Golden genau. Age of Manga. Golden Boy fand ich auch ganz lustig. Ja, war halt ein bisschen pervers. Aber ja, das sind halt von der Story auch wirklich Manga gewesen, die halt nicht nur auf, wie man es halt heute auch gerne reduziert, auf irgendwie überbetonte weibliche Körperteile gehen, sondern wo es halt wirklich darum geht, das ist eine geile Story und man fiebert richtig mit. Ne? Also GTO fand ich zum Beispiel ein absoluter Liebling. Ich habe mich weggelacht als Jugendlicher immer. Ne? Also Great Teacher Onizuka kann ich euch nur empfehlen. Aber genau, du hast gesagt Berserk, was war's noch? Oh, schwer zu sagen. Ich habe momentan, also aktuellere Sachen, ich liebe den Zeichner von, wie gesagt, One Punch Man, den habe ich damals schon, als der Eyeshield 21 gemacht hat, habe ich den schon verfolgt. Ach, und krass. Also den finde ich mega, weil der einfach, also ich weiß nicht, der kann so perspektivisch verdammt gut zeichnen und in Farbe arbeitet der. Hast du schon mal seine Cover gesehen? Von wem jetzt so? Murata Yusuke heißt, also Yusuke Murata, der hat One Punch Man gezeichnet. Achso, okay, ja. Und ich habe seinen Assistenten mal kennengelernt, das fand ich auch ganz witzig. Kann er so zu dir, hey, ich bin der Assistent von. Nee, das war so witzig. Ich war halt, jetzt muss ich überlegen, wo waren wir? Auf der Animagic vor 2 Jahren oder so. Und da war er als Manga-Zeichner eingeladen, weil der zeichnet Magical Girls in the End, glaube ich, heißt das.
Und wir saßen einfach am Abend, also abends am Tisch irgendwie und haben gequatscht. Mhm. Und dann irgendwann fragt er mich so, was ist so dein Lieblingsmanga oder Zeichner oder so. Und dann habe ich gesagt so, ja, den Murata Yusuke-Sensei finde ich halt echt super. Mhm. Und er so, oh, ich habe damals für ihn gearbeitet. Und ich so, cool. Ja, ja, der ist voll cool Wahnsinn. Drauf und so. Und dann hat er mir so erzählt, was für Späßchen die immer gemacht haben und wie cool der war. Und also das scheint so ein richtig lockerer Typ zu sein. Schön. Schön. Ja, aber er macht auch, also ich muss auch wirklich sagen, das ist halt schon eine sehr, sehr coole Geschichte mit Manga und Anime. Und wie gesagt, auch wenn ihr gar nicht drin seid, guckt euch auf jeden Fall mal die Klassiker an, weil das sind wirklich Stories, die muss man mal gelesen haben. Und wenn es, ja. Also ich meine, Dragon Ball war nicht umsonst oder ist nicht umsonst einer der weltweit bekanntesten Manga der Welt. Zweimal Welt gesagt, eins zu viel. Aber da ist einfach die Story, gerade in den ersten 17 Bänden, wo es noch Dragon Ball war und nicht Dragon Ball Z, wo es halt mehr um Kämpfen und so ging. Also gerade diese Story von ne, Freundschaft, von wie wächst man auf, wie stellt man sich Herausforderungen und man lässt sich nicht alles sagen. So gerade als Jugendlicher, das hat man dann schon so mit eingesogen und gesagt, hey Leute, ne, ich stehe zu meiner Meinung und ich mache das auch. Ne? Und das ist halt gerade bei diesen klassischen Manga und da muss ich sagen, bei den neuen vermisse ich das so ein bisschen. Geht es halt weniger um die Story, sondern mehr um Crowdpleasing. Ja, auf jeden Fall. Das ist schade. Also ich lese nicht mehr so viel und schaue auch weniger, einfach weil vieles mich nicht mehr anspricht. Ja. Aber wenn zum Beispiel jemand jetzt in dem Stream etwas älter ist und eher so US-Comics mag oder halt West, also BD oder so, dem würde ich Akira vorschlagen. Einfach, weil Akira. Das ist auch ein Klassiker und der gefällt halt den Leuten, die Manga nicht so mögen, sehr gut. Und Anime, ihr müsst euch den Anime angucken. Also das ist ein Film. Der einer meiner halt Favorites. Wie konnte ich das vergessen? Stimmt. Akira, ja, genau. Ich schreib jetzt mal ein paar in den Chat. Vielleicht könnt ihr auch noch mal so ein bisschen was vervollständigen, weil ich finde das wirklich super interessant. Ne? Also diese, einfach so eine Liste an Classics, die man mal gelesen haben muss. Wir hatten auch mal den Philipp Trautmann hier. Mhm. Auch UX-Designer. Der hat, der macht auch ganz viel zum Thema Apps-Entwicklung. Der hat ja hier so eine Grillfest-App gemacht, was ich auch cool fand. Okay. Seine Freundin studiert gerade Japanologie. Und sie ist gerade dabei gewesen, sozusagen ihm so ein bisschen in diese Szene mit reinzubringen. Und ich habe ihm mal so eine Liste geschickt an Must-Reads. Ich kann da gleich nochmal gucken und die mal mit euch teilen, wenn ihr da Lust drauf habt. Also so gerade die Klassiker, die man mal gelesen haben muss und die tatsächlich auch wegweisend waren für viele andere Künstler, muss man wirklich sagen. Ne? Also jetzt, wenn man sich zum Beispiel, wie gesagt, Naruto, One Piece und Co., viele von denen haben sich halt auch einiges von Dragon Ball abgeschaut. Auf jeden Fall, ja. Und gerade diese Story von Dragon Ball, die findet man in so vielen Mangas heutzutage wieder. Immer noch, ne? Und also sogar Eiichiro Oda hat selbst Akira Toriyama hat ja selbst gesagt, dass er mittlerweile gar nicht mehr so interessiert ist an den neuen Manga, weil er guckt zwei, drei Seiten rein und merkt direkt, okay, das ist halt praktisch einfach nur eine aufgefrischte Version von dem, was ich gemacht habe. Ja. Ja, es ist halt schon unglaublich, wie das weltweit eingeschlagen hat, aber auch, also manche anderen Sachen, Ghost in the Shell ist ja auch verfilmt worden und so und es ist halt... Ja, wobei ich, muss ich sagen, den von 95 tatsächlich besser fand als das Neuauflage, die Real Life gemacht wurde. Also mir gefiel die ganz gut. Ich weiß, dass viele Leute sich drüber aufgeregt haben, aber ich fand, das war trotzdem gut schlecht gemacht. War es nicht. Also da würde ich eher sagen, sind diese Netflix-Adaptionen da so ein bisschen... komplizierter. Also dieses Standalone-Komplex habe ich noch nicht geschaut. Das muss ich halt irgendwann mal machen. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Aber ich habe gehört, es ist okay, es ist gut. Also magst du jetzt mal kurz deine Schritte erklären? Jetzt habe ich gar nicht so viel mitbekommen, weil ich so viel gequatscht habe wieder. Sorry dafür. Also Schritte, ich habe jetzt einfach so weitergezeichnet. Das ist super cool. Ich habe einfach mal ein paar verschiedene Strichstärken ausprobiert. Also ich habe halt in der Mitte so bei den Augen und Nase und so Details ein bisschen kleineren Stift benutzt und dann halt für den Umriss eher einen dickeren Stift, das ist generell so die, das sieht man vielleicht jetzt nicht so, weil ich das eher schnell gezeichnet habe, aber man sieht es vor allem bei den Haaren, also dass die einzelnen Stränge dann halt eher dünn sind und dann halt so Gruppierungen eher fett nachgezeichnet sind. Und so kann man das zum Beispiel anwenden. Also zum Beispiel, man würde zum Beispiel nie wirklich die Wimpern mit einem dicken Stift zeichnen. Mhm. Ich habe jetzt auch einen dünneren Stift, ich mache jetzt noch ein paar Details und so rein. Also das würde man halt dann mit einem dünneren Stift machen oder Schraffierung natürlich auch. Das macht man nicht mit einem fetten.
Ja. Ich finde das so wahnsinnig interessant mit der Nase, ne? Weil wie gesagt, du hast ja gestern auch das nochmal gezeigt, wie das bei Comics aussieht. Ja. Und bei Manga sind es tatsächlich nur diese, es ist ja eigentlich nur diese Unterseite von genau. der Nase. Genau, ne? Das ist halt die minimal. Also wenn ich jetzt diese Nase nachzeichnen würde, realistisch, ist es halt, würde man viel mehr einzeichnen. Also dann würde man zum Beispiel den Nasenflügel auf der anderen Seite noch sehen und hier würde man dann irgendwie das so und dann so schattieren ist halt schwierig auf beiden Seiten, aber es würde theoretisch dann irgendwie also das Auge dann hier, also es sieht natürlich schrecklich aus, aber all diese Details würde man eigentlich einzeichnen. Ich habe jetzt keinen malerischen Stift hierfür, aber man sieht schon so ein bisschen, was ich meine, glaube ich. Thomas schreibt, ich liebe deinen Manga, es ist so ausdrucksstark. Danke. Ja. Und ganz viele haben schon geschrieben, hey, ihr haltet uns vom Arbeiten ab, Leute. Ja, scheint gut anzukommen, siehst du? Also, sehr gut. Wie gesagt, das ist halt auch einfach ein sehr schönes Thema und wie gesagt, auch Illustration im allgemeinen Sinne finde ich halt einfach wunderbar, weil man damit halt auch seine Emotionen so ein bisschen ausdrücken kann. Ja. Genau. Und also wie gesagt, wenn ihr auf Illustration steht, gleich danach kommt die Ramona um 14 Uhr und die hat auch ein wahnsinniges Repertoire an Illustrationen, das sie macht und vor allen Dingen auch in einem ganz anderen Stil nochmal, also nicht als komplementär, aber als Kontrast jetzt zu dem, was sie die Mikiko macht. Müsst ihr euch auf jeden Fall auch anschauen, ist sehr, sehr spannend. Wie gesagt, ganz anderer Stil, aber nicht weniger besonders, nicht weniger gut. Auf jeden Fall. Dranbleiben gleich. Mhm. Genau. Und wie gesagt, wenn ihr auf YouTube zuschaut und mitchatten wollt, kommt gerne auf adobelive.com rüber und chattet uns mit uns doch mit. Ich sehe nämlich dann alles hier auf dem Screen und kann das dann zu euch, beziehungsweise kann das dann von hier aus an die Mikiko weitergeben und dann euer Feedback sozusagen direkt hier im Stream verlauten lassen. Ja. Genau. Hände habe ich noch nicht gezeichnet. Genau, Hände müsstest du auch noch mal bezeichnen. Man sagt ja auch oft, Hände und Füße sind so die schwierigsten Sachen zum Zeichnen, gerade für Anfänger. Ja, ich füge die jetzt auch zusammen, weil das ist jetzt einfach mal mein Mischmasch-Seite. So, dann machen wir mal Hände. Wie zeichne ich Hände? Also, wenn ich jetzt keine Figur habe, ist das eigentlich ganz einfach. Ich nehme meine eigene Hand und schaue mir die anderen, zeichne sie an. Und da habe ich auch nicht so ein... Das ist auch Übung, glaube ich. Also ich habe früher das auch anders gemacht. Vielleicht sollte ich damit mal anfangen. Also früher habe ich tatsächlich dann... Ups, was habe ich da? Nein, falsches Ding. Markiert. Nicht markieren, sondern so. Okay. Das ist übrigens ganz interessant, wenn du jetzt, weil du jetzt praktisch, wir haben ja Photoshop hier auf dem Laptop neu installiert, immer wenn du ein anderes Werkzeug benutzt, was du noch nicht hattest vorher, erscheint ja dieser Tooltip. Mhm. Weiß nicht, viele von euch werden es schon gesehen haben, aber das finde ich eins der sehr, sehr schönen Neuerungen, die jetzt noch nicht, die jetzt schon ein bisschen länger da sind, seit, ich glaube, der vorletzten Version. Aber wie ihr seht, es geht immer mehr in Richtung Hilfestellung leisten. Ne? Also, dass man eben nicht mehr dieses Gefühl hat von wegen, wow, ich bin jetzt irgendwie übermannt von den ganzen Werkzeugen und Möglichkeiten, sondern dass man immer mehr Hilfestellungen, Tooltips erhält. Und es gibt ja auch den eigenen Reiter jetzt, der Lernen heißt, wo man sich Tutorials in Photoshop ansehen kann mit interaktiven Geschichten. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal beim letzten Mal oder vorletzten Mal kurz angerissen. Aber ich lasse dich jetzt erstmal das hier zeigen, ja, damit ich hier nicht zu viel vorwegnehme. Also als erstes, früher habe ich das so gezeichnet, als erstes zeichne ich halt doch so eine Art Rechteck, ein bisschen länger als ein Quadrat. Und dann zum Beispiel bei den Fingern muss man halt darauf achten, dass das eine Kurve ist und nicht irgendwie alle Finger gleich sind. So habe ich das früher auch den Kids dann beigebracht, dass man halt irgendwie die Finger da so die Länge anpasst. Also hier ist das zum Beispiel falsch, deswegen ist das nicht so gut, so mache ich das auch nicht mehr. Und dann halt so eine Hand zeichnen kann. Und man muss dann halt immer wissen, wo der Daumen ist, links, rechts oder so. Mhm. Und dann halt die Daumenfläche ist halt ein bisschen größer. So, das ist so die Basis eigentlich. Aber heutzutage zeichne ich das halt auch nicht mehr so einfach, weil das ist mir zu steif. Das ist mir irgendwie zu schwierig. Und also ich mache dann tatsächlich, ich habe aber auch Hintergrund in traditionellen Zeichnen und Porträtzeichnen und so. Und dann nehme ich wirklich einfach meine Hand und zeichne die ab. Also dann mache ich jetzt einfach mal so eine Pose und
fange einfach mal an. Und wie machst du das, wenn du jetzt praktisch eine rechte Hand malen würdest? Malst du dann mit links weiter? Ich zeichne das meistens und spiegel es. Ah, oder okay. Ich mache ein Foto von der anderen Seite und zeichne das dann. Also das ist dann je nachdem. Interessant. Also das ist halt auch etwas, was eher fortgeschritten ist. Das muss man dann halt schon geübt haben. Ja, gerade Fingerzeichnen mit den Kuppen und der Gelenkigkeit finde ich halt auch zum Beispiel sehr, sehr schwer. Ja, also das ist, da musst du halt auch ein dreidimensionale Idee, also einen guten Grasp, ein gutes Verständnis für dieses dreidimensionale Objekt haben. Mhm. Also das musst du halt oft genug gezeichnet haben, dass du weißt, wie das in Perspektive sich verhält und wo halt was eingezeichnet werden muss. Also das... So, okay. So, das ist dann die Basis und ich sage so, okay, für einen Manga finde ich das jetzt nicht schön genug, dann mache ich ein paar Abänderungen zum Beispiel. Ich mache immer sehr gerne diesen Handball ein bisschen dicker, damit halt die Definition beim Handgelenk ein bisschen schöner aussieht zum Beispiel. Machen wir mal einfach das weg. Jetzt sind zum Beispiel auch die Finger alle ein bisschen zu lang, dann würde ich das alles ein bisschen... Ich habe sehr, sehr lange Finger, so spinnenartige Finger. Und das muss ich dann oft auch ein bisschen anpassen, damit das nicht zu extrem aussieht und so. Ja, generell so in der Art passiert das. Und dann beim Reinzeichnen achte ich dann auch nochmal drauf, dass das ein bisschen eher Richtung Cartoon und Comic aussieht, also Manga aussieht. Ich sag Cartoon und Comic und Manga... für alles. Also ich mache da keinen Unterschied, ob es jetzt japanischer Stil ist oder nicht. Comic ist Comic. Ist heißt ja eigentlich dasselbe, nur in verschiedenen Sprachen. Genau. Also manche Leute sind da sehr, sehr pingelig, aber ich bin da mega locker, was das angeht. Also ich finde das nervig, wenn Leute sagen, das ist aber kein Manga, weil die Person, die es gezeichnet hat, ist nicht Japaner oder so. Da denke ich so, ach, okay. Wie kompliziert. Das finde ich ein bisschen doof. So. Ja, also so zum Beispiel, das ist jetzt eine extrem große Hand für ein sehr kleines Handgelenk, deswegen mache ich das Ganze jetzt nochmal ein bisschen kleiner. Ich finde es so lustig, dass sich hier so ein bisschen die Geister scheiden, wo es dann um die Manga ging. Ja, das ist aber immer so, jeder streitet, also es gibt so viele Leute, die sich ständig drüber streiten. Ich bin da noch so lange mittendrin, das interessiert mich nicht mehr, dass es so macht. Diskutiert ihr, ich sag Comic zu allem. Das ist ja auch alles okay. Das war's. Ende der Geschichte. So. Das war jetzt eine sehr schlechte Pose, finde ich. Also es gibt ein paar schönere Posen, aber egal. Also das Prinzip ist halt ziemlich klar, glaube ich. Also wenn man halt schon ein bisschen Verständnis dafür hat, kann man das auch dann irgendwann freihand. Also jetzt mache ich mal ohne Vorlage. Und dann hat man auch gewisse Dinge einfach drin. Posen, die man so oft gezeichnet hat zum Beispiel, kann man dann halt auch frei Kopf so. Ach, Wahnsinn. Ja, ich sehe jetzt auch gerade im Chat, ne, wird auch so ein bisschen diskutiert gerade. Bei Disney sind es ja auch oft vier Finger, die gezeichnet werden. Gerade hier bei Mickey Mouse und Co., die haben ja auch immer ihren Handschuh mit den vier Fingern. Stimmt auch. Ja, finde ich auch sehr interessant immer. Also hier sieht man auch direkt, das habe ich viel, viel schneller hingekriegt, weil ich nicht ständig gucken musste. Und das ist einfach eine Handpose, die zum Beispiel oft vorkommt oder so. Echt? Das sieht so aus wie dieses Captain, sage ich das. Ist das nicht, was war das? Ist das nicht so Westside? Hier so? Oh, weiß ich nicht. Westside. Das ist einfach elegante Frauenhand. Achso, das ist eher so eins. Wie ist es zu sehen, so? Ja, ich kann es immer, das ist ja so dieses Gangsterzeichen, ne? Diese Westside. Ja, also diese Pose kriege ich zum Beispiel recht oft bei so Superheldenposen zum Beispiel. Mhm. Also kann ich mal kurz eine zeichnen. Wenn du eine Heldin hast, zum Beispiel die fliegt oder so. Diese Pose kennt man doch bestimmt auch manchmal. Ich würde mal sagen, so, keine Ahnung, ich zeichne eigentlich keine Superhelden-Comics, aber die Posen habe ich schon mal gesehen, wenn dann zum Beispiel jemand irgendwie so fliegt. Oder mit. Ne, so zum Beispiel. Sehr elegant. Genau, und dann würdest du halt auch deine die Hände so ein bisschen anwinkeln. Also ist halt auch
sieht halt zeichnerisch cool aus, macht vielleicht nicht jeder. Wenn du wirklich fliegen würdest, weiß ich nicht, ob du so elegant posieren kannst. Also das ist dann wieder Fantasy, ist doch klar, ne? Also deswegen lieben wir Comics, weil das halt, ja, alles ist möglich, ne? Auf jeden Fall. Super cool. Wir haben jetzt noch, ja, so knapp 11 Minuten. Mhm. Wollen wir noch mal kurz rübergehen oder habt ihr noch mal irgendwas, was ihr sehen wollt im Sinne von, was Mikiko euch noch mal zeigen soll? Weil ich finde das wahnsinnig spannend. Ich könnte mir das den ganzen Tag ansehen, wie du da irgendwas malst und Hände zeichnest und Superhelden einfach schraffierst und skizzierst. Aber ich glaube, wenn wir das andere eben noch fertig machen wollen, können wir jetzt noch mal kurz rüber switchen. Jo. Und ich schaue jetzt noch mal. Wir haben jetzt auch ein paar englischsprachige Gäste hier, sehe ich gerade. Ja, Charles. Hello, Charles. Yeah. Welcome to our stream. It's great to have you here. So. Okay. Ich zeichne einfach mal ein bisschen weiter. Sonst schaffe ich die Farbe morgen nicht. Und wie gesagt, für alle, die jetzt auf YouTube zuschauen, ihr könnt auf jeden Fall rüber zu adobelive.com kommen und mit uns chatten. Ich sehe leider den Chat hier nicht auf YouTube. Ich kann zwar ab und zu mal reingucken, aber das ist eher sehr selten. Und genau, wenn ihr rüberkommt und euch einloggt und mit uns chattet, dann kann ich das auch nämlich vorlesen und hier der lieben Mikiko weitergeben, beziehungsweise auch dann in den anderen Streams immer den Gästen, weil das natürlich für uns einfacher ist hier, ne, mit der Auflistung. Und vor allen Dingen, wenn ihr auf adobelive.com seid, dann müsst ihr nicht zwischen den einzelnen Streams wechseln, sondern könnt einfach sagen, hey, ich lasse es einmal an und es läuft dann durch. Vorausgesetzt, unsere Internetleitung hier macht nicht so viel Stress. Die stresst so ein bisschen. Genau, und jetzt sind wir ja wieder bei unserem tollen Hexen-Katzen-Halloween-Bild. Ich habe hier irgendwie Probleme mit dem Zopf. Eigentlich müsste ich jetzt einen Spiegel haben und meinen eigenen Zopf anschauen. Was war denn so, weil wir jetzt auch zum Thema Max jetzt noch gar nicht so viel gesprochen haben heute. Mhm. Also mach ruhig weiter. Genau. Ja. Was war denn so dein Feature für Photoshop, wo du gesagt hast, boah, das war echt ein cooles Feature, das ich jetzt gesehen habe? Also ich war tatsächlich bei Kyle Webster für die, das war so ein Brushes Session. Kyle Webster ist ja hier so sehr bekannt, kommt ja auch ganz oft die Ansprache. Er macht halt diese Custom Brushes immer und ich habe früher schon viele bei ihm gekauft und so. Und er hat eigentlich so Standard Brush Sachen erklärt. Und es gibt einfach ein paar Dinge, die ich halt einfach noch nie ausprobiert hatte. Und er hat halt zum Beispiel den Mixer Brush uns vorgestellt. Und das war halt mal richtig mindblowing irgendwie. Habe ich noch nie angefasst. Und ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Also, dass du halt mehrere Farben gleichzeitig malen kannst. Und Multi-Brush. So. Genau, ja. Und dann halt auch so teilweise, also das muss ich mir auch nochmal anschauen. Können wir uns ja morgen halt mal ansehen beim Kolorieren. Ja, und dann, also ich habe halt diese ganze Session ständig gefilmt auch so, oh, das kann man machen? Oh. So. Und es war dann irgendwie auch teilweise zu viel Input, dass ich dann irgendwie die Hälfte wieder vergessen habe. Aber dann dachte ich so, okay, das musste ich aber aufschreiben und dann nachher nochmal nachgucken, wie man das macht. Wie ich das jetzt selber benutze, weiß ich noch nicht, aber ich glaube, das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Weil das ist halt für so malerisch ist halt sehr cool. Und das ist halt ein bisschen ein schwieriges Thema für mich malerisch. Also mit Farben tue ich mich halt doch schwer. Also morgen werde ich auch die Farben sehr flach halten, also eher wie Cell-Shading, so wie im Anime. Mhm. Eben weil, wenn ich das nicht so mache, da würde ich 3 Tage allein für die Farben brauchen. Das ist ja vollkommen okay. Ich meine, ja, wir haben ja auch eh nur ein 2 Stunden Zeitfenster morgen, das komplett auszukolorieren. Ich meine, du hast ja im Nachgang noch Zeit. Mhm. Und kannst ja, wenn du Lust hast, das auch noch dann noch so machen. Ja, das ist halt... Ach ja, Farben. Also manchmal funktioniert es ganz gut, manchmal habe ich einen guten Tag und dann funktioniert alles perfekt und ich denke so, wow, super, erste Wahl von Farben, die nehme ich und das bleibt dann so und ist klasse. Aber ganz oft ist das eher das Gegenteil, wo ich dann so, oh Gott, ich weiß nicht, welche Farben ich nehmen soll. Also, ja, aber so ist es halt. Ne? Also, ja. Also da haben wir aber morgen noch genug Zeit, um das auszuprobieren. Genau, hier werde ich jetzt auch mal
weil jemand das erwähnt hat in den Fragen, jetzt einen dünneren Stift nehmen. Mach das. Für eben diese Rüschen. Ja. Das passt natürlich. Ich war halt vorher faul. Ihr habt schon recht, ich sollte nicht so faul sein, vor allem wenn es so live vor so vielen Leuten passiert. Das ist ein schlechtes Vorbild. Philipp hat geschrieben, wo gibt es die Folie? Die müsste auf Amazon geben, gell? Diese Paperlike. Ich glaube, die habe ich tatsächlich gegoogelt und dann gibt es von Paperlike selber halt eine Website. Da habe ich die geholt. Weil ich weiß, dass Amazon halt einen enormen Cut nimmt und dann dachte ich so, die Leute muss man ja unterstützen. Aber ich glaube schon, dass du es auf Amazon auch kriegst, wenn du es halt jetzt lieber magst. Ja. Marlo habe ich jetzt noch nicht gesehen. Wenn du neu im Chat bist, schön, dass du da bist. Hat jetzt gefragt, mit welchem Programm setzt du deine Mangas eigentlich? Mit Layout oder also beim Layout und beim Panels? Also meine Storyboards mache ich auf Papier tatsächlich noch. Also das sind dann diese ganz krakeligen Scribbles, die ich am Anfang gemacht habe. Das passiert auf Papier. Sogar noch krakeliger. Also ganz schlimm ist das. Also ich kann es euch mal ganz schnell demonstrieren. Ich mache hier jetzt nur. Also wenn ich ein Storyboard zeichne, ist das tatsächlich in Echtgröße so klein. Mhm. Und dann mache ich halt so Panel so und dann so, okay. Und dann mache ich hier so ein Strichmännchen, der sagt dann hier was. Und dann ist da irgendwer anders, der reagiert dann irgendwie. Und dann, okay, dann mache ich hier ein Panel. Und dann sieht man vielleicht beide Figuren zusammen. Und vielleicht zeigt er irgendwie auf den so, hey du, wir machen jetzt gerade Streit hier. Bla bla bla. Und dann, keine Ahnung, so. Eine Ansicht. Also so sieht dann mein eigentliches Storyboard aus. Also das ist ein Storyboard. Das ist sogar fast sauberer, als was ich sonst habe. Und dann mache ich halt so in paarweise die Seiten. Und dann mache ich meistens so 1, 2, 3, 4 Sprechblasen und schreibe dann so, hey du, keine Ahnung. Und dann so 2, bla bla. Und dann 3, bla 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 bla. Und dann zum Beispiel Soundeffekt oder so. SFX. So, und so sieht dann mein Storyboard aus. Und das nehme ich dann in Photoshop und ziehe es dann halt hoch und mache das Paneling in Photoshop zuerst. Und dann skizziere ich halt weiter auf einer anderen Ebene und so weiter. Und das Tuschen mache ich dann tatsächlich in einem anderen Programm. Das darf man ja nicht so sagen. Es liegt einfach daran, dass ich halt mein absolut Lieblings-Inkbrush in einem anderen Das ist ja auch nicht schlimm. Du hast ja diese japanische Software, ne? Das ist ja genau, auch gar nicht schlimm. Also ich tusche dann tatsächlich in Clip Studio. Und dann für alles andere komme ich dann wieder zurück in Photoshop, weil das Editieren einfacher ist. Also Clip Studio benutze ich auch nicht exzessiv, einfach weil ich es noch nicht gewohnt bin. Und ich habe halt jahrelang mit Photoshop gearbeitet und habe Clip Studio nicht gehabt. Und jetzt halt da reinkommen, ist dann doch ein bisschen schwieriger für mich jetzt. Obwohl die halt auch, die haben absolut alle Paneling-Tools und die haben Rasterfolien, aber ich benutze keine Rasterfolien. Also das ist wieder so eine Sache. Ganz, ganz viele Manga-Zeichner benutzen die. Aber ich habe halt auch so einen Mischstil, wo das sieht komisch aus, wenn ich das mache. Und ich mag das nicht so. Und ich finde auch diese Punktgrößensache und so weiter, das nervt mich total. Also weil es so schwierig ist. Und bei mir wird alles in Graustufen gemacht und es wird dann Offset gedruckt und der Offset-Druck macht halt diese Punktierung sowieso rein. Und damit muss ich mich überhaupt nicht um diese Punkte kümmern. Einfach alles in Grau machen und dann Offset-Druck. Zack, fertig. Weil diese ganze Rasterfoliengeschichte sieht halt online schrecklich aus. Und ich mag das halt gar nicht. Und habe das dann einfach komplett weggelassen. So. Tja. Tja, so ist das leider. So ist das. Nee, aber es ist gar nicht so schlimm. Also ich finde das... Ich finde das sehr faszinierend, dass du wirklich diese verschiedenen Tools dann nimmst und nicht sagst, ich versuche das irgendwie auf ein Tool zu reduzieren, sondern ja, wechsel darum. Ja, also es ist wirklich so, wenn irgendwas
ein Tick besser ist als was anderes, dann lohnt sich das für mich halt, das kurz zu switchen, weiterzuarbeiten. Und die meisten Software sind ja alle kompatibel miteinander. Und damit hast du halt keine Probleme, die abzuspeichern oder das Datenformat irgendwie, dass da irgendwie Probleme entstehen. Das ist halt alles okay. Und ja, wenn die Tools zur Verfügung stehen, dann muss man sie auch nutzen. Ja, so. Natürlich. Und ich habe jetzt gemerkt, ich habe hier total geschludert. Das muss ich jetzt wieder sagen. Gut. Aber hier ist noch on road. So. Ist nicht gecrashed, aber. Nee, nicht gecrashed, aber es ist halt kurz. Keine jetzt. Sorge. Ha. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Dup. Ich reloade nochmal. Dieses Internet. Tja. Dieses Internet. Tut sich gerade nicht so viel, aber es sollte gleich wieder gehen, glaube ich. Ja? Es sollte gleich wieder gehen. Ja, das ist immer, okay. Wie gesagt, mit diesem doofen Internet haben wir manchmal das Problem, dass das einfach hängt. Ja. Komm schon. Schaffen wir. Jo. CSP. Test. Seht ihr uns? Hört ihr uns? Irgendwie. Platz. Ja, mach ruhig. Alles gut. Also ich meine, okay. Das wird ja sowieso aufgenommen. Das heißt im Endeffekt, wenn es jetzt auch hier im Stream nicht geht. Aber jetzt geht's wieder im Stream, sehe ich gerade. Super. Jetzt geht der Stream wieder, was sehr gut ist. So, jetzt sind wir wieder da. Für all diejenigen, sorry für die kurze Wartezeit, für die kurze Unterbrechung. Es ist immer so ein bisschen blöd mit dem Stream hier, weil die Bandbreite tatsächlich immer so ein bisschen schwankt und manchmal sind wir leider so ein bisschen down. Aber genau. Ups. Wir hatten eben gerade drüber nochmal gesprochen mit den Panels. Ja. Guckt euch am besten gleich nochmal kurz in der Wiederholung an und dann sollte es nämlich auch unterbrechungsfrei sein. Ja. Ansonsten können wir das auf jeden Fall morgen nochmal wiederholen. Wir sind nämlich jetzt auch schon leider wieder am Ende der Session, aber so genau, morgen vorbei? Geht's ja. Ja, so schnell geht's wieder. Ach. Ne? So viel geredet. Ja, zu viel geredet. Es ist wie zu Hause, wenn ich arbeite. Zu viel quatschen und dann keine Arbeit. Wenn ich, Ja, so ist es. So ist es. So, dann zoome ich nochmal raus, damit ihr sehen könnt, wie weit wir gekommen sind. Wir sind fast mit dem Tuschen fertig. Eigentlich wollte ich mit den Farben schon anfangen. Hat nicht so geklappt, aber okay. So weit sind wir gekommen. Ich muss nochmal abspeichern, sonst haben wir morgen nichts. Ups. Kein Problem. Genau, und ich würde jetzt hier noch schon mal alles umstellen. Wie gesagt, also wenn ihr... Sorry, wie gesagt, für die Unterbrechung. Morgen können wir nochmal ein kurzes Recap machen an der Stelle. Ihr könnt es aber auch im Replay gleich angucken auf unserem YouTube adobe.de-Channel oder auf adobelive.com könnt ihr euch auch die Replays anschauen. Ansonsten würde ich schon mal sagen, vielen, vielen Dank, Nikiko. Dankeschön. Und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und gleich geht's weiter in 5-minütigen Pause mit der Ramona und mit dem Rufus. Und wenn euch das Video gefallen hat mit der Mikiko, wenn euch die Mikiko gefallen hat, gebt dem Video doch gerne ein Like. Dann können wir nämlich das Ganze noch mehr Leuten präsentieren, wie das so ist auf YouTube. Ne? Also je mehr Likes so ein Video hat, desto mehr Leuten wird es angezeigt. Und das wird uns natürlich sehr freuen, weil es sollen halt so viele Kreative wie möglich sollen mitbekommen, was für coole Sachen unsere Gäste hier machen. Deswegen vielen Dank nochmal, Mikiko. Danke für die Fragen. Genau. Und sehen uns morgen. Wir sehen uns morgen und wir sehen uns um 4 Uhr und gleich geht's weiter mit Ramona und Rufus. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Bis später. Tschüss.